Bonjour, Mesdames, Monsieur Imix. Willkommen beim Café am Rande der Freundlichkeit. Genießen Sie eine wundervolle Stunde mit uns und unseren Gästen. Jetzt holt er mal den Goldschneider! Also, wie ihr vielleicht hört, es klingt ein bisschen scheiße, wenn man in einer Lagerhalle sitzen gefühlt. Das hört ihr dann nicht mehr hören. Achso, das macht der Wolfi erst raus mit Magic. Ja. Aber wir sind ja nicht im normalen Studio. Na, heute und nicht. Wir sitzen auf euch. Wir sind halt auf Außendienst. Ja. Ja. Und dieser Außendienst ist sehr mühsam gewesen heute. Nein, es war eine schwere Geburt, bis wir jetzt in dem Raum da gesessen sind. Das ist vielleicht eine Geschichte für ein anderes Mal. Aber wir sind, Frequency. Ich war noch nie da. Ja, herzlich willkommen am Frequency. Warst du schon mal da? Ich war schon mal im Frequency. Hast du hier schon mal gespielt? Als Felice noch? Ja, ich habe hier noch nie gespielt, aber ich war schon mal eingeladen von demselben Sponsor. Okay. Da hat es besser funktioniert? Da hat es super funktioniert. Ah, mega. Ja, voll. Mega. Nein, genau. es liegt an mir, das wissen wir eh alle. Ja, klar. Marco, warst du generell mal schon auf so einem Festival, wo lauter kleine Kinder herumlaufen? Weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Alter, wir sind einfach alt. Letzte Woche erzählt, dass ich auch da war. Und dann habe ich mir mal kurz nachgerechnet, das muss ja. Entschuldigung, falls im Hintergrund, wo man der Rin zerlegt, gerade die Mainstage. Renato, Rin spielt draußen und wir sitzen da. Und wir sitzen drin. Bei mir Rins auch, Alter. Aber draußen pisst es wie die Feier. Es hat jetzt gerade so arg zum Schiffen angefangen. In Salzburg hätten schon alles Adrad währenddessen. Die Leute finden es geil da. Nein. Wir sind hergekommen und haben eine kleine Runde gemacht. Und wie die Leute wissen, war ich vor 15 Jahren letztes Mal im Frequency ungefähr. Oder 13 Jahre. Ist ewig her auf jeden Fall, so lange nicht. Wer war da eigentlich Headliner? In dem Jahr war auf jeden Fall Crow Headliner. Ah, haben wir schon geredet. Gleich wie dieses Jahr. Ja. Ralph Kamora, Crow, Timmy Trumpet und Flogging Molly System of a Down, sowas in die Richtung. Und da war ich halt selber nur jünger. Ja. Und deswegen, mir kommt vor, da ist kein Mensch über 20 auf dem ganzen Festival. Ja, warst du damals auch nicht. Na eben, eben. Deswegen ist eh wieder alles okay. Wir haben halt nur damals ein bisschen fertiger schon ausgeschaut. Aber wir sind vorher schon übers Gelände gestolpert. Ja. Sehr coole Production. Wir haben schon einige Fotos mit Randis gemacht, da haben wir uns wieder sehr gefreut. Vollgas. Also und kurz gequatscht. Aber auch so spontan Randis, die glaube ich noch gar keine Randis waren, mit denen haben wir weggefotografiert. Komm, ich bin einfach zu ein paar Leute hingegangen, ich wollte ein Foto mit uns machen. Ja, aber so war es auch ungefähr. Das einer, der war sich nicht ganz sicher und sagt so, hey, habt ihr einen Podcast? Und dann hast du mit ihm zum Reden angefangen und zum Schluss wollte glaube ich einfach gehen, seine Freunde haben uns gar nicht kennt. Ja, und dann so, ja, machen wir jetzt ein Foto? Oder, ja, sicher. Oder wie machen wir? Ja. Na, und, ja. Und haben dann habe ich mein Handy schon rausgeholt. Gehabt. Ja. Und dann hab ich nur eine auf die Schulter angetapst, wo der Wolfi war gerade in einer Ganzkörper-Ex-Dusch. Ja. Wie nennt man denn das? Ja, Ganzkörper-Ex-Dusch. Ja, da kann man durchlaufen. Genau so, und wird angeext. Und da bin ich angetippt worden von einer Mädel und dann sagt sie, hey! Und ich so, hi, du musst es mir nur kennen. Und ich so, ja. Und ich habe sehr viel Szenarien in meinem Kopf durchüberlegt, wer das war. Und dann sie hat beim letzten Mal eine Brille aufgehabt, glaube ich. Und dann sagt sie, sie war vor ein paar Wochen in Memberg, das ist die Dame vom Eiskreisler. Ja. Und dann sage ich, ach so, du! Und dann haben wir natürlich auch noch ein Foto machen müssen. Der Wolf hat die ganze Zeit gevloggt, sagte, der will vloggen und bla bla. Ja. Und hat die ganze Zeit ein Video von uns gemacht. Ja. Und dann so, okay, passt, dann hat das Handy weg. Dann sie so, können wir nur ein Foto machen? Es war so peinlich, Alter. aber ich freue mich halt, wann Randis kommen und Hallo sagen. Das ist das Geilste für mich, muss ich sagen. Also die absurd ist schon, weil da rennen richtige Stars umeinander. Ja. Und wir? Mhm. Ja. Wenn es noch andere Leute geht. Ich finde sogar der Marco hat einfach das Schild in der Fresse und fällt nicht raus. Ja, super. Wir haben es ein bisschen muschelig haben wir es uns gemacht, ein bisschen. Auf jeden Fall monomuch. Aber bevor wir weiter Warum sind wir nicht da? Genau, wir sind halt da, weil wir die, vielleicht, wir wissen es ja noch nicht, ob sie haut, ich werde es dann später in der Folge sagen, Carmen Crooked interviewen dürfen, wir sind im Podcast, haben wir interviewt, wird es keins, so viel kann ich sagen. Mal schauen, wie entspannt die Jungs wirklich sind. Wer ist Carmen Crooked eigentlich? Carmen Crooked ist der Drum and Bass Act der Welt. Sind Österreicher, aber sind auf der ganzen Welt berühmt, also everywhere. Und heuer haben sie zum ersten Mal, dürfen sie die Mainstage von Frequency closen. Das ist schon fett da. Ja, Riesennummer. Weil, wie gesagt, jetzt ist gerade 19 Uhr, Rin spielt gerade, danach spielt Peter Fox. Na, Sido, dann Peter oder, Fox. Ja, Sido noch und dann Carmen Crooked als Closing Act auf der Mainstage. Weil, also das ist schon richtig geil, vor allem für Österreicher. Aber sie haben es mehr wie verdient, weil ich meine, die kommen, it's a long way coming. Sind international unterwegs. Ich habe vorher gerade mit einer Tourmanagerin geredet. Also die sind gerade auf Tour, also die kommen eigentlich nicht, also die wohnen zwar schon noch in Österreich, aber sonst glaube ich sehr wenig in Österreich. Ja. Aber da haben wir dann die Chance, aber da reden wir dann einfach ein bisschen später drüber. Aber Jungs,
Wir sind zwar jetzt am Festival, aber was ist die letzten Tage so passiert? Hey, also ich fange mal an, weil da haben wir noch ein bisschen was zum Erzählen. Olympia ist vorbei. Ja. Das ist der letzte Tag unseres Olympiastudios. Ja, das sage ich jetzt schon mit einem weinenden Auge, ja, weil ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Aber vor den Olympischen Spielen sind die Paralympisten. Andersrum. Du zerreißt jeden Schmäh. Ich schwöre das, wie du je. Na, ist wurscht. Ja. Sagst du bitte, Wolfi. Vor den Spielen ist nach den Spielen. Die Paralympics. Das sage ich auch immer. Ja, keine Ahnung, er sagt ja irgendwas. Vor dem Spiegel ist nach dem Spiegel. Ja, können wir noch mal kurz drüber reden? Können wir es ein bisschen recappen? Was ist noch passiert? Ja, es sind schon noch ein paar Highlights passiert, aber mein großes Highlight, ich glaube, unser gemeinsames Highlight war die. Autofahrt daher. Nein, die australische Breakdancerin. Arme. Also, ich habe mehrere Theorien, aber vielleicht Randi, habt ihr gesehen, was da so passiert ist? Vielleicht die und nicht so Olympia. Steif sind wie wir. zum ersten Mal, ich meine, es ist sowieso ein bisschen traurig, weil Breakdance oder Breaking war zum ersten Mal olympisch und vielleicht auch das letzte Mal. Ja. Manche sagen wegen ihr, manche sagen, das kann sich das Land selber aussuchen, wo es stattfindet. Mhm. Aber die australische Teilnehmerin hat es echt geschafft, 0 Punkte zu kriegen. Wie hat die Katze Ray, Ray Gunn. Richtig schräg. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ob es schlecht war. Wir haben ja tatsächlich schon sehr viel Breakdance gesehen, weil wir für Red Bull Show das ein oder andere Breakdance-Video geschnitten haben. Aber das war nichts. Ich lieb ja die Kommentare immer auf solche Videos. Ich habe das auf TikTok gesehen und ich war der festen Überzeugung, das muss Satire sein. Das kann nicht sein. Und dann waren die Kommentare so, kann es sein, dass sie vielleicht erst 5 Minuten vorher herausgefunden hat, dass sie Breakdance machen muss für Australien? Und ihr Mann ist aber irgendwie auch Breakdancer und so. Aber das war so absurd. Also einerseits hat es ausgeschaut wie so, jemand, der seinen Namen tanzen, wie so Ausdruckstanz aus der Waldorfschule. Es hat dann tatsächlich was gegeben. Ich glaube, bei Jimmy Fallon war es, da werden wir dann später auch noch zurückkommen. Aber der hat eine eingeladen, die normalerweise bei Saturday Night Live mitspielt, der Comedian. Und die hat 1:1 angeschaut wie diese Ray Gunn und da haben sie dann also angezogen und sie hat das nachtanzt. 1:1 nachtanzt, oder? Und sie hat aber besser tanzt. Sie hat aber ironisch besser tanzt. Ja, ich meine, was richtig traurig ist, ich meine, ich habe zwar schon mit Leuten geredet, aber es weiß halt keiner, wer die Goldmedaille gewonnen hat, aber jeder weiß, wer diese... Aber sie hat es geschafft, Japan, ja. War das eigentlich mixed? Ich, keine Ahnung. Ich meine, wir sind ja richtige Couch-Potatoes. Ja. Wir urteilen da über Leute, die ist immer noch viel besser kennen. Aber 0 Punkte hätten wir wahrscheinlich auch zusammengekriegt. Ja, da haben wir was gemeinsam. Ja. Das ist aber die Leute haben auch gesagt, so von wegen, wenn ich eins weiß, ich kann zumindest immer für Australien für die Olympischen Spiele im Breakdance antreten. Auch wenn ich erst 5 Minuten vorher zum Trainieren anfange. Ja. Aber es ist ja die nächste Olympiade ist ja in L.A. 2028. California. Und da haben sie jetzt gesagt, Breakdance ist wieder raus. Das war aber anscheinend schon ausgemacht, bevor das war. Dafür ist Cricket wieder dabei, das erste Mal 100 irgendwas Jahr oder so. Und noch 2, 3 Sportarten. Und genau, also das kann, anscheinend kann man das immer ein bisschen anpassen. Ja, aber was war in Österreich die Sportart, die dann... Also Nogging. 100%. Statt Schießen oder so, muss einfach einen Holzstock nageln. Schuhplatteln statt Breakdance. Ja, aber dann auch mit so Vollgier. Ja, also, das richtig. Ja, auf also jeden so Fall. Ja. Geeichte. Ganz wilde Hammer. Ja. Und so Spezialnägel. Werfen oder so. Ja, und für jeden Teilnehmer einen extra Stock. Die World Nailing Association. Nailing Association. Aber einen genormten Hockstock. Ja, klar. Die müssen alle zum gleichen Baum geschnitzt sein und so. Ja. Und da muss aber ein Nagel rein, dann schmeißen sie da weg. Muss aber ein Wirt daneben stehen, der judged. Nein, der konstant Bier nachschenkt und du musst währenddessen die ganze Zeit, wenn du daneben schlagst, drücken. Powered by Stiegel. Ja, voll. Die österreichische Gastfreundschaft ist olympisch. Ja, das war ja auch was. Wir sind also bekannt als gastfreundliche Leute und auch im Service und auf der ganzen Welt in Hotels und Restaurants. Österreich war das zweitunfreundlichste Land. Ja, aber gastfreundlich und unfreundlich sind zwei ganz verschiedene Sachen, mein Lieber. Weil ich bin gastfreundlich, weil Gäste sind. Was ich heute festgestellt habe, ist das relativ nah beieinander. Ich bin gastfreundlich zu meinen Gästen, weil ich mag gerne Geld haben, aber ich bin nicht freundlich und das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, genau. Das hast du knallscharf ignoriert. Aber wir sind doch auf der ganzen Welt als Österreich und Deutsche bekannt für Hotels und so weiter und im Service. Tourism. Vielleicht einfach so Tablett tragen. Oder so 47 Maßkrüge tragen für Bayern. Weißt du, wie krass das ist? Nein, Alter. Ich verstehe das nicht, weil wenn ich zwei Leere trage. Ja, aber da ist doch, was ist da der Rekord? Irgendein Alter im Oktoberfest, die war irgendwie 20 gekriegt. 22, ja. Ja, aber was wiegt so ein Krug? 2,5 Kilo mindestens. Ja, du hast einen knappen Liter Füllung, der Rest ist Schaum. Ja, also ja, aber das Glas allein wiegt schon ein Kilo. Ja, auf jeden Fall. Also das sind sicher 20, 30, na mehr. Das ist absurd, ja.
Ja, dann ist noch passiert, es hat dann eine Endshow gegeben. Ich weiß nicht, ob sie die kurzfristig geplant haben oder ob das von Anfang an so geplant war. Ich habe davon nichts gehört davor. Aber es war irgendwie so eine Aufführung, die so ähnlich ausgeschaut hat wie Daft Punk quasi. Das waren zwei doch in den Ruhestand. Figuren, die so ausgeschaut haben wie sie, nur ein bisschen anders. Ja. Und es hat sie auf alle Fälle, the man of the man of the man, hat sie dann noch in diesem Stadion abgeseilt. Snoop Dogg. Chuck Norris. Was macht der in Paris bei der Olympiade? Es war so, weil Mission Impossible 6 ist früh in Paris gedreht worden. Ah. Und dann ist der am Rand von diesem Stadion doch gestanden und hat sie allein wie in Mission Impossible abgeseilt, okay. Ist dann, hat sie abgeschnallt und ist, hat dann die olympische Fahne genommen, hat die hinten in einem Motorrad reingehauen und ist dann mit dem Motorrad aus dem Stadion rausgefahren. Das war so krass einfach. America. Das war Hollywood. America. Das war Hollywood. America. Ja. Hat noch irgendwas brennt? Waren noch so Bald Eagles? Das sind noch nein, es war nicht, nicht von Michael Bay. Ich habe mir das nicht ganz angeschaut, okay. Weil es war so absurd, dass man dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst, liebe Freunde. Okay. Aber ja, das ist passiert. Und tatsächlich war noch wirklich was Arges. Das muss ich euch vorlesen. Wir sind ja schon zwei, drei Tage, haben wir jetzt länger, muss man dazu sagen, weil heute ist Samstag, normal nehmen wir am Donnerstag auf. Ja, stimmt. Das heißt, aber jetzt mehr Tee. Mehr Tee. Wegen dem Festival nehmen wir jetzt ein bisschen später auf. Aber es ist so, die 29-jährige Vinesh Phogat hat als erste indische Ringerin überhaupt bis ins Olympiafinale geschafft. Ringerin? Ringerin. Doch sie war beim Wiegen am Morgen des zweiten Wettkampftages zu schwer und wurde disqualifiziert. Um wie viel Gramm war sie zu schwer oder um wie viel Kilo? Naja, wenn es ein Doktor vorne noch Dings hat, wahrscheinlich nicht viel. Ein Kilo oder so. Trotz ein Kilo. Trotz aller Bemühungen mit Saunagängen, Essensverzicht und sogar dem Abschneiden ihrer Haare in der Nacht zuvor, lag sie 100 Gramm über den erlaubten 50 Kilogramm und ist deswegen ausgeschieden. Gut, okay, einmal scheißen, dann haben wir das Problem erledigt. Ja, aber ich glaube, das hat sich da wahrscheinlich... Da wird nix, okay. Aber, 100 Gramm? Ja, richtig arg, oder? Die hat quasi 50,1 ich Kilo gehabt und hat 100 Gramm mehr habe ich, wenn ich beim Kühlschrank vorbeigehe. Ja. Hallo? Ja, voll. Plopp. Ja, voll. Ja, da brauche ich nicht mehr was essen. Einfach die Aura füllt mich. Aber stell dir mir Gramm. Vor, ich weiß nicht, wie lange die Haare vorher waren. Ich habe gesehen, die waren dann danach richtig kurz. Ja. Aber dass du dir das auch noch die Haare abschneidest, in der Hoffnung, dass dann. Also, sie hat jetzt keine Glatzen gehabt. Vielleicht war das der Game Changer gewesen. Aber sie hat trotzdem dann Props aus Indien gekriegt, weil sie eben hat. Sie hat alles dafür getan und es hat dann einfach nicht. Das Einzige, was nur machen, erkennen, ist den Blinddarm rausnehmen lassen oder so. Ja, ja, an ja, Niere. Sicher mega dann am nächsten Tag ringen. Ja. Ja, wahnsinnig gute Idee. Wo ich auf den Bauch springen. Ja, also, ja. Und dann habe ich noch eine Frage für euch. Und zwar, ich habe das wirklich spannend gefunden. Der Unterschied, also 100 Meter Lauf. Ja. Gibt seit, wenn ich das jetzt richtig sage, aber so ungefähr habe ich es nachgelesen, seit 1924 olympisch, also sprich seit 100 Jahren. Ja. Mit den Männern habe ich jetzt nur die... Usain Bolt. Genau, Usain Bolt, nein. Aber, seit 100 Jahren. Also 1924 war der erste 100-Meter-Lauf olympisch. 1924? Nein, 1924. Jetzt haben wir 2024, 100 Jahre später. Ja. Es hat ja mittlerweile einen technologischen Fortschritt gegeben, sei es bei den Schuhen, sei es beim Bodenuntergrund. Ja. Die Trainings sind natürlich anders wie vor 100 Jahren. Das ist ja alles total optimiert. Ja. Aber wie hoch ist der Unterschied zwischen dem damaligen Sieger und dem heurigen Sieger im 100-Meter-Lauf? Wie viele Sekunden? Ja. Aber kannst du sagen, wie viele Sekunden ist der Unterschied? Aber kannst du uns sagen, was jetzt so, was die Zeit ist? Jetzt ist bei 9 Sekunden 74, wenn ich mich nicht täusche. Dann sage ich, doppelt so lange, ja. Der Unterschied sind tatsächlich nur 0,81 Sekunden. Was? Und die haben sie damals. Die sind barfuß. Die haben sie damals gelaufen, den Startblock tatsächlich im Boden einbuddeln müssen. Die haben vorher ein Loch geraten, haben da einen Fuß reingesteckt und sind. Genau. Und sind quasi barfuß. 0,81 Sekunden, nicht Minuten. Aber haben sie damals so mit der Zeitmessung, waren es da noch nicht ganz so. Da ist gestanden 21. Irgendwie eine Zeitmessung hat es schon gegeben, aber ich habe mir auch gedacht, okay, es sind sicher 10 Sekunden mehr, aber es sind 0,81 Sekunden aber Unterschied. 100 Meter? 100 Meter. Das ist so absurd, da bin ich doch noch gar nicht, also 100 Meter ist der Gang einmal da entlang. Das ist so eine kurze Distanz, ja, oder? Ja, schon ein bisschen länger, aber...
Aber das ja, ist, aber ja, der, das der ist ja so und dann der ist vorbei. Der erste ist ja quasi 10,8 Sekunden gelaufen und jetzt sind es knapp 9,7. Aber ich finde das so arg, wenn du dir vorstellst, so. Das ist ein Sportler, da sitzen ja auch Leute und schauen dazu. Ja, und Alter, das sind geil. Nein, aber das sind vier Leute. Na, oder da starten mehr. 10. Ja, Alter, die schnörsten so Männer der Welt ja, oder Frauen. Aber die starten. Ja. Ja, das ist aber und wie, dann ist aus. Ja, aber das ist wie beim Boxkampf, der in der ersten Runde vorbei ist. Da muss, ich übrigens was revidieren, weil ich habe in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass es auch einen, dass es auch 70 Meter olympisch gibt. Das war natürlich gelogen. Nicht richtig. Na, es, ich habe nicht gelogen, nur, es war nicht es richtig. Gibt nur 100 Meter und 1860 Meter. Genau. Und ich glaube 1933 ist zwar eine saublöde Zahl, aber das ist die Austria Salzburg, glaube ich, ja, okay. Erfunden worden. Alles noch klar. Was anderes, aber ja, okay. Die Austria. Ja, verstehe. Dann ist die Woche tatsächlich etwas sehr, sehr Trauriges und Tragisches passiert, wirklich. Ich sag's dir, was passiert ist. Ja. Sag's mal. Also der Richie ist sagen, gestorben. Ja. Ja. Rip in Peace, Richie Lugner. Ja, Gemma Lugner forever. Ja, also ich war das letzte Mal in Lugner City vor 2 Jahren und hab doch die Tetanus-Impfung, aber abgesehen davon... Na, der Mensch hat Österreich wie kein anderer geprägt. Ja, und repräsentiert nach außen. Repräsentiert nach außen... ein Choleriker unter dem Herrn, ein Vorbild meiner selbst. Ein richtiger Wiener, wie ein Herd. Richtiger, der Baumeister, der Mörtel, hat die heißesten ein Frauen. Ein bisschen grausig, ein bisschen unangebracht, bisschen ein bisschen Österreich komisch. Halt. Ja, voll. Der hat das. Der hat ich immer noch Österreich ist Wachseln, Kraxeln, Schnackseln. Ja, das auch. Jede Folge eine neue, jede Folge ein neues Motto. Eine neue Ikone. Ja, voll. Nein, aber es ist schon wirklich so, ich glaube, die Leute haben einem immer belächelt und man hat ihn kennen, das ist ja. Crazy. Aber es ist den, Baul, den Baulöwen, ja, ja, wer sagt, ja, reich war er nicht, der hat auch überall nur Schulden. Also er hat schon Geld, aber. Ja, privat. Also, aber da gibt es viele Leute, die wesentlich mehr Geld haben und man weiß es nicht als er. Ja. Schlecht gegangen ist ihm sicher trotzdem nie. Aber ich finde es so lustig, dass alle haben immer so belächelt und sie lustig gemacht über ihn. Aber ich glaube, er hat am meisten Spaß selber gehabt immer. Genau. Also er hat es selbst nicht so ernst genommen. Und er hat es auch noch geschafft auf den letzten Meter zum Heiraten. Also ja. Er hat, glaube ich, das, weiß nicht, das Dutzend voll gemacht an Hochzeiten. An 6 Mal? Er hat ein halbes Dutzend voll gemacht. Nein, ich weiß gar nicht. 6 Mal, ja. An okay. Herbert einen Streichel zu so durch. Ja, wir haben die Damen, welche Spitznamen waren da vertreten? Also Mausi, ja. Bambi? Bambi, stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob es Ehefrau war. Die waren verheiratet. Ah. Spatzi. Ja. Richtig. Und was war die letzte? Mausi. Katzi. Bienchen. Ah, Bienchen. Ja, aber das ist eine freche Biene gewesen. Die ersten drei haben tatsächlich keinen Spitznamen gehabt. Nicht? Nein. Okay. Nein, aber ja, also er war, ich glaube, er hat eine Operation gehabt am Herzen vor einem Monat oder so und wahrscheinlich dann nicht mehr wirklich... Also, komm, aber das Ding ist, ich glaube, es haben voll viele auch geschrieben, so, du musst erst irgendwie sterben, damit die Leute richtig respektieren oder so. Das hat schon der Falco gesagt. Nein, es ist wirklich so, weil du hast, wenn es da, weiß nicht, bei Standard oder sowas die Kommentare durchgelesen hast, nur ja, positiv. Klar. Es hat kein einziger Mensch irgendwas Negatives über ihn gesagt. Natürlich ist er komplett der, wie sagt man da, egozentrischer Typ gewesen und sowas, aber der hat kaum was da. Nein. Und er hat. Er war nie problematisch. Er war einfach, halt. Ja, eh, aber das hat er selber am allerbesten gewusst. Also. Ja. Richie Lugner. Unser Hugh Hefner. Dann, es sind generell viele Stars ja. Gerade überall unterwegs, nicht nur ja. Da am Festival. Also, habt ihr das mitgekriegt? Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon ja, war in geil. Bayern. Ja, geil. Verloren Jimmy gegangen. Fallon war in Bayern. Ja, was für eine geile Aktion, oder? Und ist verloren gegangen mit irgendeiner Renate mit dem Cabrio ja. Heimgefahren. Ja. Nein, es, hast du die Geschichte im vollen Umfang? Ja. Okay. Also ist, ja, aber jetzt bist du. Also, nein, ich glaube, er war irgendwo am Tegernsee. Ja, er war irgendwo in Bayern unterwegs und ist, glaube ich, laufen gegangen. Wahrscheinlich ist sicher Lanzerhof. Ja, möglich. Ja, wahrscheinlich, ja. Ist laufen gegangen und hat dann nicht mehr zurückgefunden, glaube ich. Und hat sich gedacht, ja, okay, er geht zur nächsten Werkstatt oder wo halt irgendwie was steht und fragt, ob sie ihm helfen können, weil das Handy, glaube ich, ausgefallen ist. Und da hat er einen jungen Mann oder Junge erkannt und sagt halt, yes, yes. Und der hat halt nur keinen Führerschein gehabt und dann hat er der Mama erst einmal erklären müssen, wer das überhaupt ja. ist. Und dann ist halt ein extrem liebes Video entstanden, wo es einfach gemeinsam im Cabrio, am 1er Golf Cabrio, ja. der Worldstar, keine Ahnung, Top 100 auf jeden Fall, gemeinsam, was haben sie gehört? Bayerischer Rundfunk oder was war ja, das? Bayern 1. Ja, Bayern 1 und hat nur einen Shoutout gegeben ja. an Bayern 1, dass sie so Bombenmusik spielen. Und die ja. Leute haben gar nicht geglaubt am Anfang, dass das stimmt, die Geschichte, bis den Typen gefunden haben und, ja. und er und Jimmy in einem Video gepostet hat, was ja, er selber gemacht hat, weil sie sind doch der Typ, der hat es ja. nur erfunden. Gell? Ja, voll. Ja, das ist, es war nur irgendwer recht bekannter in München. Achso, ja, es war jetzt alle beim Adele-Konzert in München, deswegen ja. glaube ich. Ja, oder irgendwie Shawn Mendes war irgendwie auch, dann hat spontan irgendwie ein Konzert gegeben in München und so. Also in München ist heuer ordentlich was los, würde ich sagen. Bei uns ist ja da jetzt heute auch noch so streng gewesen am Frequency, weil ja die Taylor Swift-Geschichte war. Richtig, also, ja. Wir kennen da heute überhaupt kein Sicherheitspersonal, nein. den Vorwurf macht, nein, die haben alle einen Job gemacht, alles super. Alles sehr also gut gemacht, ja. Wirklich, wirklich tipptopp heute.
Das ist mal so passiert. Naja. Es ist natürlich noch viel mehr passiert. Wir waren Weltnews, bevor wir zu uns kommen, meine, zu unseren Themen. Okay, aber doch. Außer du hast jetzt nur ein Weltthema. Wenn du noch ein weltliches Thema offen hast, bevor wir zum sakralen kommen. Ein weltliches Thema ist vom Papst. Bevor wir zu was Sakralen dann kommen. Let's go. Dann, okay. Sag dir deine. Felice, du warst viel unterwegs. Ich war unterwegs. Ja, du warst am Sonne, Mond und Sternefest. Oh, stimmt, das habe ich noch nicht gesehen. Es ist so viel passiert. Da haben wir noch nicht gesehen. Du warst letztes Wochenende erst am Sonne, Mond und Sternefest. Ja, fuck. Was ist diese Sonne, Mond und Sternefest. Aber der Strom läuft weiter. Alter, ja, weil wir, glaube ich, einen Bewegungsmelder da irgendwo haben. Moment, du fragst mich. Ja, doch, weil es vorher das Licht ist von selber angegangen. Ja. Alter, fuck. Robert, zieh dich kurz aus, vielleicht geht's dann wieder. Ja, genau. Wir haben kurz ein bisschen ein Lichtproblem gehabt. Das hätte jetzt noch so gut dazu gepasst. Ja, das ist noch die Hitten noch dran. Ihr Ficker schleicht euch einfach. Könnt ihr jetzt endlich gehen? Voll. Nein, ich war am Sonne, Mond und Sterne Festival, Nähe Jena. Das ist dann im schon Osten. Im Osten. Richtig geil, also ohne Scheiß. Wir sind da hingefahren. Der Michel war dabei und der Dani und die Marie. Und sind halt dort angekommen und da ist richtig wild, weil der Campingplatz ist nicht so wie ein normaler Campingplatz, sondern da steht neben jedem Zelt steht das Auto. Das heißt, da ist so richtig Wild-Style. Das ist so der wilde Osten, muss man jetzt echt einmal sagen. Und ja, komplett. Ist der wilde Westen und der milde Osten? Dann war es der milde Osten, ja. Und wir sind halt aufs Festival und haben halt dann gleich ein paar Leute getroffen, die wir kennt haben. Und hey, Alter, eine richtig geile Produktion, weil es ist so am See. Und es ist überall so Beach, also so Sandstrand und voll viele Stages, aber relativ knapp beieinander und sie ballern alle volle Kanone. Also da ist nicht so ein bisschen, also da hat es keinen Platz gegeben, wo es so ein bisschen entspannt war. Da hat es nur geschallert. Vor allem im Osten. Ein Uhu wieder aus dem Wald raus. Komplett, Alter. Das haben die Fische haben zappelt, Alter. Und dann sind wir halt abends zu so einer, also fetteste Mainstage, komplett riesig, ja. Und da haben wir gerade noch Chicago haben wir noch gesehen. Und dann. Was für komisch war, weil du hast mir, oder der Michi hat mir dann ein Video drauf geschickt und da ist aber gerade Bauch, Beine, Po Robin sein absoluter Lieblingssong, wie man heute mitbekommt. Aber Chicago war so geil. Ja, viele Leute haben gesagt, der Song ist despektierlich und ich würde diesen Moment jetzt gerne nutzen und um mich zu entschuldigen bei absolut fucking niemandem. dann ist der Song klar. nein, ich glaube, das war sogar der mit der anderen, wo es um die Atzen und die Fotzen Rotzen. Der war das, glaube ich. Ah. Ja, genau. Was? Ja, Atzen und Fotzen Rotzen. Ich kann sowas, ihr wisst das voll für Kinder in unserem Podcast machen. Ja, das ist ein Songtext, der läuft ja auch so. Okay. Ja, genau. Ja. Jedenfalls sind wir dann auf der Beach Stage gestanden und dann habe ich in diesen Beach Stage und habe da so in diesen See reingeschaut und da waren lauter so kleine Bootal und so Stand-Up-Paddles. Das heißt, wenn du auf der anderen Seite vom See ein Stand-Up-Paddle ausleihst, Free Money Glitch. Also du kommst aufs Festival auf alle Fälle, anlegen, kannst direkt bei der Bühne anlegen. Und da war aber auch meine Entdeckung, das Grillboot. Da war ein Boot. Das hat also ganz zerbrennt und du hast entdeckt. Du hast einfach ein Fischl zugehört. Ja, genau. Das hat einfach brennt und die Fische, die zu nahe zu mir geschwommen sind, Steckerlfisch. Von oben auf geschwommen. Nein, da hat es ein Grillboot gegeben, da haben die Leute grillt. Und ich habe da ja auch mein, also ich habe dann in mein Set war relativ spät, ich habe erst um 1:30 gespielt und haben halt. Geile Zeit. Eigentlich Headliner-Zeit, gell? Und haben halt immer so geschaut und bei der Stage sind wir so runden gegangen, weil wir schon relativ früh dort waren. Und die Bühne war eigentlich immer ganz gut voll. Und dann, keine Ahnung, so zwei Acts vor mir, ist die Bühne immer leerer geworden, gell? Und dann denkt man so, Alter, na, ist jetzt, also fuck, was der Scheiße, was tue ich? Und vor mir haben die Disco Boys gespielt. Ja, die gibt's noch. I came for you, for you. Genau, voll Hit. Und die haben aber gar nicht so viel Bock gehabt. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich war so traurig, weil ich bin echt ein Fan. Und es war halt so, sie haben halt gespielt und sie haben halt gar nichts von ihrer eigenen Nummer gespielt. Und ja, ist denen vielleicht so gegangen wie uns heute? Ich weiß nicht, vielleicht. Wir haben auch noch keine Nummer von uns gespielt. Aber ich habe dann quasi die Bühne immer leerer werden gesehen und dann haben wir schon gesagt, zur Primetime. Fairerweise muss man sagen, es war halt Fischer auf der anderen Stage und so. Ja. Also es war schon anderes. Aber es sind ja trotzdem nur Leute unterwegs. Ja, voll. Und ich habe dann echt alles gegeben, also wirklich alles und habe mir die Leute halt alle wieder zugeholt und ich muss jetzt echt einmal sagen. Ja, aber kannst du die Geschichten erzählen, was davor passiert ist, bevor du Auflegen angefangen hast? Ach so, ja.
aber ich würde da vorher gerne nur einen Shoutout so, ja, an passt, ja. Weil Thorsten, der Vorsitzende des inoffiziellen Am Rande der Freundlichkeit Fanclubs, Salute, was geht der raus. Thorsten von Baruchaville? Der Thorsten ja, von Baruchaville. Der war am Sonnenmond und Sterne. Am Sonnenmond und Sterne mit Crew. Grüße gehen raus. Du bist eine absolute Volllegende. Ich liebe dich. So, der ist natürlich Frontrock gestanden. Und ich war natürlich auch schon vorher schon da und wir haben uns kurz mit ihm unterhalten vorher. Der Michi, glaube ich, hat nur probiert, ihm wieder meinen Rider zu geben. Ja. Weil ich war, glaube ich, ein bisschen unentspannt, mit Sachen auszugeben. Er hat mir dann geschrieben, ja, wir haben dann leider noch mehr gehen müssen, weil einer die Mucke vorher nicht so zart hat. Wurscht. Jedenfalls, wir haben vorher, bevor wir quasi die Festivalrunden gemacht haben, haben wir schon Soundcheck gemacht, wo noch nichts war. Gell? Kameras aufgestellt und so weiter, weil wir die Info gekriegt haben, die Disco-Boys sind super unentspannt, wann wer vorher auf die Bühne geht, bevor sie fertig sind. Denken wir, okay, kein Problem, wir stimmen das alles auf und schalten es nur ein, wann ihr anfangt. Gell? Und dann war es halt schon, ich habe um 1:30 hätte ich anfangen sollen, dann war es halt schon 5:30, also die haben noch keine Anstände gemacht, dass sie jetzt irgendwie das vielleicht aufhören wollen oder so. 12 Leute überblieben sind. Nein, es waren schon ein paar mehr, aber trotzdem. Und dann bin ich heute halt mal so richtig so dazu, irgendwie so, hi, kann ich meinen Stick da? Weißt du, ja, passt schon. Und dann sagt er spielt nur zwei kurze. Denke ich mir, ja, okay, du bist schon 5 Minuten drüber, aber hey, ihr seid Legenden, spielt zwei kurze. Und dann denke ich mir, aber jetzt schalte ich gleich die GoPro ein, dass halt gleich mal läuft. Gell? Ich drücke auf den Knopf, totaler Stromausfall. Aber im ganzen Land, kompletter Strom weg. Licht weg, alles Anlag weg. Alles weg. Ja. Die haben, glaube ich, durch deinen Strom hat gerade. Richtig, die Disco Boys haben mich angeschaut. Die hat einen Hauptstrom und schauen mich so an, als die Leute so, ah, was. Und er so, ja, jetzt hast du mit deiner kleinen Kamera hier, das sage ich so, hey, wir haben das vorher alles gecheckt und so. Und das ist, die ist auch die ganze Zeit gelaufen, die sind nur eingeschaltet. Also ich war schon im Strom. Und die waren halt voll anpisst. Und ja, jetzt kannst du gleich weiterspielen. Und denke mir, ja, okay, cool. Ich spiele ja schon offiziell seit 10 Minuten. Ja. Und habe dann, wie das Mikro wieder gegangen ist, sage ich, hey, make some noise for the Disco Boys. Ja, wurscht, habe da nochmal alles gegeben und habe mir halt dann die Leute zugeholt und der inoffizielle am Rande der Freundlichkeit Fanclub, das Vorsitzende Thorsten, Salute, alles Gute, geht raus, hat da die erste Reihe absolut zerstört und hat echt alles gegeben. Aber da waren noch einige andere Randis. Das habe ich zuerst gar nicht gesehen. Also es tut mir voll leid, ich habe das beim Auflegen nicht so realisiert, das haben mir der Michi im Nachhinein gesagt, dass da vor allem Wolfi, bester Mann, oder ja, so, also ja. Richtig geil. Also, was, Plakate oder so? Ja, Plakate am Handy, Wortschriften drauf. Ich habe es im ersten Moment nicht gesehen, weil ich meine Röntgenbrille auf, dass ich genau 1,5 Meter und sonst gar nichts. Und also wirklich danke, dass ihr da wart. Richtig geil. Also Support, mega geil. Und war dann auch zum Schluss nur mal relativ voll und hat richtig Spaß gemacht. Einen neuen Track gespielt, das hat auch richtig Laune gemacht. Und ja, das war so Sonne, Mond und Sterne Festival. Dann ging es zurück und gleich ins nächste Abenteuer. Alter Vater. Die Woche ist wild. Ja, die Woche. Die letzten zwei Wochen sind wild. Ich habe sehr mitgekriegt, aber der Wolf und der Marco haben sich gedacht, sie dann spontan Party organisieren. Ja. Ja, quasi. War echt spontan. Also zwei Wochen Vorlauf haben wir gehabt. Ja, wir waren ja nicht die Veranstalter, sondern wir haben nur die Afterparty gehostet. Genau. Das müssen wir aus rechtlichen Gründen dazu sagen. von der Baut Gallery, das Sommerfest. Und das war ja in einer Location, die es noch nicht gegeben hat. Das haben wir eh schon öfters erwähnt. Mhm. Und wir waren dann so ein bisschen, weil es haben sie dann doch einige, ich will gar nicht sagen, wie viele Leute sie angemeldet haben, aber es haben sie dann doch einige, ja, einige, schon sehr guter dreistelliger Bereich. Sodass wir dann zwei Tage vorab dann auch den Link runternehmen mussten. Ja, genau. Aus sicherheitstechnischen Gründen. Weil dann ganz Salzburg plötzlich sich dachte, ey cool, der Dicke und der Deutsche machen eine Party. da müssen wir hin. Zwei Dicken, die zwei Doppel-D. Nein, aber es waren ja nicht nur mir. Es waren ja Sonntagstanzen, der Michi und alle waren ja alle dabei und die Bau Gallery. Aber wir haben den, also muss man schauen, an Marco, der Hauptorganisator von der. Wir haben uns die richtigen Partner geholt. Also wir haben am Dienstag quasi mal mit dem Alex zusammen den kleinen Raum, die Anlage und Licht und so schon alles aufgebaut gehabt. Haben dann nochmal einen Soundcheck gemacht und sind dann drauf gekommen. Oh, scheiße. Das wird schlimm im Wohngebiet. Das ist im Wohngebiet. Weil es waren schon mit so Riesenbeat im Wohngebiet. Ja, aber es waren schon so fette Kavernen, also so in den Berg reingemeißelte Katakomben. Ja, wo es von alle Richtungen zurückschallert. Sollte man meinen, dass es nicht so schlimm ist. Aber es war halt genau eine Glastür zum Wohngebiet. Genau. Und die war ungefähr so dicht wie ein Blattl DIN A4-Papier. Ja. Und dann sind wir halt draußen gestanden und dann ist halt die Anlage gerannt und ich habe gesagt, Alter. Und daneben nur Luxuswohnungen. Ja. Die sprengen uns. Also das dauert eine Minute, wenn wir den Sound aufhaben. Und dann kommt die Polizei.
Und dann haben wir halt so miteinander sinniert und wir haben dann beide echt richtig ein schlechtes Gefühl gehabt. Ja, vorher. Also so, okay, scheiße, viel Leid. Und alle anderen, hä, so schlimm ist es. Ja, überhaupt gar kein Stress, das passt schon, chillig. Aber wir denken halt einfach den Schritt weiter. Und am nächsten Tag haben wir dann echt unsere Aufgaben gut verteilt. Also das muss ich echt sagen. Ja, wir haben dann nur, also du hast nur diese Steinwolle organisiert. Ja, das war ja, da hab ich, so. ich hab dann in der Früh entschlossen, okay, wir müssen diese Glastüre abdichten und bin dann zum Baumarkt meines Vertrauens gefahren, zum Obi, und habe diese Steinwolle gekauft. Und habe diese Tür verkleidet. Und die ist dann echt, cool. Die ist dann echt relativ schalldicht worden. Wir haben dann noch am nächsten Tag eine komplette Bar aufgebaut mit allem drun und dran, mehrere Kühlschränke, Ware ohne Ende. Volles Programm, ich glaube, das haben echt die Leute, es waren ja schon einige von euch da, ein paar hundert Leute waren ja doch da. Also die es nicht wissen, müsst ihr normal drin ausstellen, es sind zwei komplett leere Gewölberäume. Ja, komplett. Verbunden mit einem kleinen Gang. Ja. Und genau. Sonst ist nichts drin. Das heißt, alles an Beleuchtung, alles an Lautsprecher, alles an DJ-Equipment, an Bar-Equipment, Kühlschränke, alles habt ihr reingeschmackt. Es ist ja am Mittwoch neues unter Wasser gestanden. Wir haben alle, ich habe mich und alle losputzt. Ah, nee, ich habe das Klo noch repariert am Dann haben wir einen Teppich verlegt, dass keiner ausrutscht in diesen Zwischengang. Ja. Und dann haben wir die ganze Bar noch aufgebaut mit der Einserbar. Und dann sind wir wirklich nur kurz heim frisch machen und dann wieder kommen. Dann sind eh schon echt früh voll viele Leute da gewesen. Ja, es war aber notwendig, weil wenn die alle später kommen waren... Und es waren ja nur andere Veranstaltungen im Tag auch, so ist es. Um 8 ist offiziell losgegangen. Mhm. Ich war kurz vor 9 da oder so, sind wir gekommen und da sind echt bei der Eingang schon ziemlich viele Leute gestanden. Ja. Und der Marco mit dem Eingangs-Security-Check-Dude oder was und haben die Gästeliste abgearbeitet und aufgeschrieben und sowas. Und dann bin ich in den großen Saal reingegangen, wo die Kunst gehängt ist und habe gedacht, okay, ja, sind 50 Leute da oder so. Aber da ist von drüben aus dem anderen Raum schon die Musik rübergeschallert, noch in ziviler, in ziviler Manier, genau, und dann ein bisschen später vom Michi, aber nur in human. Ja. Wobei der Zwischenraum, so wie du, gut geschluckt hat. Entschuldigung, Robin. Naja, der Zwischenraum hat gut geschluckt, die Lüftungsanlage nicht. So. Ja, fuck. Weil man muss dazu sagen, Grüße gehen raus an den Partypapst, aber der hat die Kontrolle. Da gingen überhaupt der hat Grüße raus an den Alex, du hört, der hat einfach die Kontrolle über die Nebelmaschine komplett verloren. Ich habe es ihm vorab, habe ich ihm zehnmal gesagt, wir stellen 4 Kameras auf, wir wollen den geilsten Content überhaupt mitnehmen. Im besten Fall kommen viel Leute, wir haben das dann alles gefilmt, wir werden den ganzen Abend recorden. Nein. Und in der ersten Stunde drückt er einfach auf einen Knopf. Durchgehend. Und dann ist dieser Nebel nicht mehr aus dem Raum gegangen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, das ist ein Kellerraum eigentlich. Also ein du hast, wenn du hinten an der Bar gestanden bist, nicht diese Slashy-Disco-Schüttel von aber mit den 400 Watt Glühbirnen. Nicht einmal dann. Nein. Also da war so nebelig, du hast die Hand vor Augen nicht gesehen und der Zwischengang zwischen den Toiletten und dem großen Saal war so nebelig, dass die Leute mit den Händen an der Wand gegangen sind. Ich hab mir doch und dann die Leute sind drüben rausgekommen in dem Raum und dachte, das war gerade wie eine Geburt oder so. Ich hab mir doch die montierten Schädel. Das hört zur Full Experience. Und es ist dann auch in den großen Raum rüber so nebelig. Und muss dazu sagen, wo die Musik ein bisschen lauter geworden ist, ab 10 Uhr habt ihr und die Securities diese Türen zugemacht. Ja. Und ich schwöre es euch, es hat den Moment gegeben, wo ich Leute nicht gewusst haben, dass das The Purge ist. Da drin ist halt nicht einmal ein minimalster Handyempfang gewesen. Ja. Das heißt, es gibt wirklich viele Stories oder Videos, abgesehen davon, dass man eh nur 1 Meter weit gesehen hat. Ist also es war voll die gute Secret Party eigentlich. Ja. Weil man kann es jetzt erzählen, wie es war und es war cool. Sehr gut. Und es war cool, aber Foto- und Videobeweise gibt es keine davon. Ja. Ja. Nein, aber war wild. Also um 9:30 oder um 10 war eigentlich die Bude dann schon voll. Ja. Full. Und ich war dann eigentlich nur noch, ich habe von der Musik nicht viel mitgekriegt, weil ich habe dann einfach viel andere Sachen gemacht. Ja. Markus hat Klo putzt und alles Mögliche. Ich habe den Ladies immer Klopapier gebracht und geschaut, weil der Sicherungskasten ab einer gewissen Uhrzeit immer geflogen ist. Da habe ich mal geschaut. Also, kurz aus und ein, so wie war einer Scheiß egal. Die sind ja mit der Taschenlampe im Klo gestanden. Es hätte ein anderes Klo geben und ich so, hey Mädels, es gibt ja noch andere Toiletten, da könnt ihr voll gern um mich gehen. Einfach Handylicht eingeschaltet, nein, passt schon, wir gehen da. Übereinander. Und schon sind sie in die Dusche reingegangen. Ja. Du musst reden. Liebe Rannis, sagt uns echt voll gern Bescheid, was euch gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Also wir sind da echt total offen. Wie ihr merkt, sind wir trotzdem sehr selbstkritisch, was die Sachen angängen. Aber geile Party. Aber war, glaube ich... Wir haben die Resonanz vor Ort, nach wie geil, sowas hat in Salzburg wieder braucht, macht es bitte öfters. Es war so, dem die Location gehört hat, der war am Anfang so, den habe ich begrüßt und dann sage ich, hey, voll cool, dass du da bist, das wird halt echt ein cooler Abend. Und er so, ja, schauen wir mal. Eine Stunde später, wow, na geil, das müssen wir jetzt jeden Monat machen. Das ist so geil, das ist so geil. Und ich so, ja, schauen wir mal, wie ich Zeit habe. So, lieber Randis, ganz kurze werbliche Einschaltung. Wir wollen uns nochmal recht herzlich bei unseren Partner von der ersten Slash Disco Party wirklich herzlich bedanken. Und zwar bei Stiegl.
Voll. Bei der Alice in dem Fall. Voll. Happy Birthday nochmal. Danke, dass du uns so unterstützt hast. Dann beim Mario. Genau. Und beim Hans-Peter für Padre Azul, Römerquelle. Dann, was haben wir noch gekriegt, ja, Robin? Red Bull Organics. Ganz großes Dankeschön an Red Bull. Die Pfarr hat geil ausgeschaut. Also wirklich. Da geht Grüße raus an den David. Absolut, David. Vielen, vielen Dank, dass du uns das organisiert hast. Wir wissen es wirklich sehr zum Schätzen. Dann die Einserbar natürlich. Einserbar hat richtig gerockt. Also danke, Basti und Team. Dann der Karius Alex und seine Jungs. Genau, danke für die Technik. Wir haben echt einen Bomben-Unlock drinnen gehabt. Und auch wenn der Marco gesagt hat, er mag den immer wegen dem Nebel. Das stimmt natürlich nicht. Aber auch die Lichtanlage und alles war alles Bombe. Also es war echt mega. Und im besten Fall, wenn der Obi die Steinwolle wieder zurücknimmt, dann Grüße raus an Obi. Und natürlich an die Baut Gallery und den Gabriel zum Verfügung stellen von dem Gebäude. Von der Location. Genau. Das war's schon wieder. Es geht weiter mit dem Podcast. Ja, und dann am nächsten Tag. Das Mega. Das war das Highlight. Das war das absolute Highlight der Woche. Ja. Am Donnerstag. Achso, am Donnerstag, ja. Da hat ja Robin das neue Memberg aufgeschrieben. Mal wieder. Er hat Memberg aufgesperrt, nämlich nicht das Memberg. Ja, Memberg. Er hat nur Memberg. Nicht neue das Memberg, sondern das neue Memberg. Er hat neue Memberg aufgesperrt. Er hat neue Memberg. Brat den neuen Memberg. Gemma Memberg. Alter, ich werde das jetzt einfach. Gemma Memberg. Und das schaut so geil aus. Also, Adi Randi ist die schon da geworden. Ja. Shoutouts, ihr braucht überhaupt, also der Robin hat in vielen Episoden schon gesagt, bitte redet ihm nicht an, aber seitdem der den neuen Laden hat, freut sich der auf wie Fotos. Wie ausgewechselt. Also wie ausgewechselt, der ist plötzlich, wir müssen glaube ich einen Namen ändern von dem Podcast, das Café am Rande der Unfreundlichkeit, weil mittlerweile bist du echt freundlich, muss ich sagen. Naja, habe ich ja vorher gesagt, ich bin zu den Leuten schon freundlich, aber ich bin ein bisschen gastfreundlich oder andersrum. Ja, du bist schon, du warst schon sehr freundlich. Man merkt halt bei manchen Menschen, wenn sie reinkommen, wenn sie schauen und dann sitzen sie da und dann bestellen sie irgendwas ganz Spezielles oder du weißt genau, sie versuchen keine Fehler zu machen beim Bestellen, zu Recht. Ja. Wie ich, wenn ich manchmal bei Mackie was bestelle und versuche, dass keine Gegenfrage kommt. Ja. Verliere ich jedes Mal, wenn die Apfeltaschen frage kommt. mit was kann man die Leute noch bestellen? Nein, aber ich möchte immer gerne bestellen, ohne dass die Mitarbeiter was sagen. Ja, also schon, aber ein neuer Chicken McNuggets Menü mit Eistee ohne Eiswürfel und Süßsauersoße und Sauerkrebssoße zum Mitnehmen. Ja. Eine Apfeltasche dazu. Nur hier, nur heute, ein Euro. Also seit 6 Jahren. Ja, dann musst du halt einfach von Anfang an sagen, keine Apfeltasche genau. dazu. Und sonst nichts, danke. Ja. Und dann bitte zum nächsten Schalter, ja, nur noch nicht, Alter. Also es war wirklich cool. Ich habe mich echt gefreut. Ich habe in der Früh, wir haben alles halb provisorisch fertig gemacht. Also ich bin von der Party um 11:30 ungefähr abgehauen. Hab dann nur 2 Kuchen in den Ofen geschoben. Ja, ich muss schon einen Kuchen machen. Ja, und ja. Leute haben alle gelacht. Ja, ich so, ihr Ficker, das ist nicht lustig. Ja, irgendwer hat zu mir gesagt, der Robin hat gesagt, der geht Kuchen machen. Wer macht mitten in der Nacht einen Kuchen? Ich sage, ja, natürlich. Wann soll er es machen? Nein, weil wir sind um 5 Uhr los, weil wir nur essen waren vor der Party. Und ich habe den Laden zugespannt. Es war nichts fertig. Es hat in der Kasse keine Preise gegeben, sondern auf die Sachen keine Preise angeschrieben. Nichts. Also okay. Ich habe nicht mehr gewusst, was die Sachen kosten, wie die Leute in der Früh gekommen sind. Das heißt, ich bin um 6 Uhr dann wieder unten gestanden, habe den Rest fertig gemacht und jetzt hast du echt einen kurzen Arbeitsweg, gell? Du hast schon vorher einen kurzen gehabt, aber jetzt ist er schon. Und jetzt hat er nur einen kurzen Arbeitsweg. Kurzen Arbeitsweg. Ja, jetzt kann ich in der Badehosen oder in der Unterhosen oder halt auch ohne Unterhosen die Kaffeemaschine einschalten. Genau. Ja. Nein, ist wirklich cool. Ist wirklich cool. Vor allem ist ein Kaffeefenster dort, wo ich mir sehen kann. Dafür kommen die Leute ja. Wie so ein Hure im Fenster in Amsterdam. Wenn die Leute zu Restfett um 6 in der Früh durch die Linzergassen gängen und der Robin steckt gerade in der Unterhosen unten und sie schauen so rein. Und der Robin, was ist? Was ist, Alter? Ja. Aber, Nein, ist dann wirklich, Entschuldigung, ich habe es so lustig gefunden, weil ich habe doch das Stängel gleich um 9 in der Früh dann die Leiter, die kennen. Kein Schwanz war um 9 Uhr da. Ich habe alle nur bumm zu. Nein, wir haben aufgerammt. Nein, vollkommen zu Recht, ihr nicht, aber ich habe doch zumindest irgendwer von den 600 Leuten, die für Newsletter angemeldet haben oder irgendwer. Nein. Weil es war ja noch Feiertag und bla bla. Dann haben wir gedacht, okay, fairerweise 3/4 von den Leuten, die halt auch heute kommen wollten, waren gestern bei der Party und werden noch ein bisschen länger herhängen. Und dann ist kurz nach 9 sind die ersten Leute, also ist ein Pärchen reinkommen und gesagt, na und für nett und bla bla, können wir einen Kaffee trinken? Ich so, ja sicher. Na. Haben sie draußen hingesetzt und habe einen Kaffee gebraucht und sagt, na, für schön. Und sperrst du normal immer auf und sage, ich habe 9. Achso, weil wir haben es noch gar nicht gesehen. Sag ich, na, ich habe gerade erst aufgesperrt. Ich habe als Viertel nach 9. Ich sage, na, na. Ich habe jetzt gerade aufgesperrt vor einer Viertelstunde. Sagt sie, ja, aber wie lange bist du schon da? Sag ich, nein. Seit 15 Minuten. Bis sie das checkt haben und dann haben sie gesagt, die ersten Gäste, geht alles aufs Haus. Echt, oder? Geil. Das, was wir gewusst hätten. Ja. Nein, die haben sich voll gefreut. Die haben sogar gleich eine positive Bewertung abgegeben und so. Eine kleine Bewerbung abgeben. Eine Bewerbung auch. Eine Bewerbung.
der Gin Tonic ballert langsam. Nein, er war wirklich total nett. Und dann sind den ganzen Tag über immer wieder Leute gekommen, zum Hallo sagen und auch Leute vom Party machen. Und der Yunis war da und dem dachte, der steht sicher nicht auf in der Früh. Weil der ja, ist ganz voll in der ersten Reihe gestanden. Nehmen wir doch die Leute mal ein bisschen mit. Du hast jetzt heraußen, darfst du zwei, drei so Tische hinstellen. Genau, man kann draußen sitzen unter der Markise. Du hast dann voll schön den Teppich ausgelegt, sodass man sich ja theoretisch auf dem Teppich sitzen kann. Das ist nämlich am ersten Tag. Die scheiß Hippies, ja. Dann gehst du rein, dann hast du links eigentlich ein Schaufenster, das du aber auch in der Sitzmöglichkeit umgebaut hast. Ja, man muss ja schauen, wenn man bleibt. Gell? Ja. Man bleibt. Und dann geht man rein und dann ist echt ein großer offener Raum mit einer wunderschönen Theke jetzt. Ja, die habe ich selbst angeklöppelt. Gegenüber kann man am Fenster sitzen. Jetzt schmeiße ich wirklich irgendwas für dich. Gegenüber kann man quasi direkt am Fenster sitzen und dann hast du ein paar Regale. Was tust du da? Wie der James Bond, oder? Hallo. Dann Tom Cruise. Ja. Und dann hast du ein paar Regale jetzt drin, wo echt hübsche Sachen drinstehen. Die Hälfte ist noch nicht gekommen, aber das sagen wir kann. Artikel zum Verkaufen. Yes. So wie es eigentlich ursprünglich mal der Plan war. Ich habe zwar immer geschimpft drüber, aber... Im zweiten Raum sind auch, den hast du gelb ausgemalen. Da sind jetzt auch zwei, drei Sitzplätze, glaube ich, drin. Genau, da sieht mein Garten ein bisschen raus, dass die gelbe Ecke, die wird sich wahrscheinlich immer wieder ein bisschen ändern. Vielleicht ist es manchmal blau, vielleicht ist es manchmal gelb, wie wir schon da sehen. Du hast da ein paar Regale drin. Da ist auch unsere Merchandise-Ecke, da ist schon ein ganzes Regal fertig. Wenn das dann noch, ready noch ist, leer. Hoffentlich Anfang September, Mitte September. Und ein Foto vom leeren Regal machen. Ja. Statt mit mir, ja. Vielleicht kommen wir damals einen Papa stelle von mir hin, dann, der was vorher retuschiert ist. Ja, kein Problem. Damit ich dann immer freundlich schauen muss. Ja. Achso, ja, das mache ich da. Kein Problem. Dann können die Leute mit mir, mit einem Pappaufsteller ein Foto machen, statt mit mir. Ja, das war lustig. Hey Jungs, wir sind ja auf einem Musikfestival, gell? Ja. Wir sind ja im Frequency-Festival. Und ich habe wieder mal eine Frage mitgebracht für euch. Und zwar in meiner Jugend, weil ich jetzt immer ganz gerne aus meiner Jugend, mein Herz wurscht anderssprachige Songs. Und als Jugendlicher oder was auch immer, nicht Nativsprachler, singen wir so laut wie möglich mit, was man glaubt zu hören. Ja, okay, ja, okay. Ich weiß, wo die Reise hingeht. Aber gibt es Songs, die sie als Kind oder immer noch komplett falsch singt? Ich würde gern... Also mein Problem ist ja mittlerweile, es gibt ja ein paar so Songs, wo man mittlerweile weiß, wie es falsch verstanden wird. Ja. Und das kriege ich nicht mehr raus. Ja, is it the rhythm of the Nike? Zum Beispiel. Okay, the Reebok or the Nike? Ja. Die Frage ist Agathe Bauer. Agathe Bauer. Freestyler Waka Microphone. Ja, Waka Microphone. Ja, genau. Dann was heißt das eigentlich wirklich? Ich habe keine Ahnung. Aber wo ihr Ahnung davon habt, ist bei La 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 Bamba. Ist das der Songtext? Ist das der Songtext oder nicht? Na, Schalala, oder? Es gibt einen Text. Para Baila La Bamba. Ein Scheiß. Para La Baila La Bamba. Ich schwöre. Para La Baila La Bamba. La Vete Sito. Na, so heißt es nicht. Es ist nicht La 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 Bamba. Ja, doch. Was, genau. Nein. Das ist das Spanisch? Das ist Spanisch, Robin. Ja, das ist Spanisch, ja. Das ist Südägyptisch. Ja, nein, das ist... Was? Oder Babi Ribi Oh Babylon. Bei der Rivers of Babylon. Ja. Okay, den habe ich noch nie gehört, aber der gefällt mir. Ja, habe ich gesungen früher? Babaribi of Babylon. Du musst besoffen bestellen. Was ist das? Warte mal. Du musst besoffen bestellen. Ja, genau. Was war? I die in your arms tonight. Du musst besoffen bestellen. Nein, it must be something to say oder irgendwie sowas. Ja, genau. Okay, ja. Da gibt es gar keinen Sinn. Ja, okay. Aber das sind eher so Sprache. Ja, genau. Also das ist... Was ist denn noch? Was denn? Ich mag diese ganz arg aus. Aber es heißt Shop Real, ein Blut, aber die, aber die. Ja. Oder nicht? Ja, ja. Das ist. Oder das hat. Ja. Ja, nicht nein, so. Aber Maya hi, Maya hu. Wer weiß es? Das ist irgendeine Sprache. Rumänisch, glaube ich. Vielleicht? Das ist Rumänisch, aber das, was Maya hi, Maya hu heißt, man weiß es nicht. Hey Jungs, kennt ihr Familien, weil wir sind ja auf einem Feierfestival? Kennt ihr Familien, die so einen Schnuff, so einen Ticken zu Feiertag feiern? Extrem. Die so... Ja, kenne ich. Okay, die Tante Zenzi hat wieder Namenstag gehabt. Da muss die volle Parade. Das ist aber in verschiedenen Teilen von Österreich so, weil der Hannes, der kommt ja aus dem Binzgau oder sowas. Oder aus dem Schweinsgau? Aus dem Binz. Ach so. Binzgau. Und so Grenze Tirol und so. Und die feiern tatsächlich Namenstag. Voll wichtig. Also bei denen wichtiger als Geburtstag. Das heißt aber, du brauchst auf alle Fälle... Du musst aber mit einem Namen getauft werden, der einen Feiertag hergibt. Prinzipiell, schau, manche haben ja mehrere, ich habe gar keinen.
Ja, Robin ist halt auch Wahnsinn. Na, du kannst dann Robert aussuchen vielleicht. Und der ist dann dreimal im Jahr, je nachdem, ja, das ist schon bei so, bei so Namen wie bei uns, das ist schon, also so bei der Tankstelle, wo es so Kühlschrankmagnet mit deinem Namen aussucht, habe ich nie gefunden. Ich würde immer einen Zollstock haben mit Robin drauf, aber das Einzige, was ich gefunden habe, ist Bauprinzessin. Ja, bist du doch auch. Du bist doch auch eine Bauprinzessin, ja. Oder Tamara oder so. Wolfram, dafür gibt es für dich Glühbirnen. Das stimmt, ja. Für mich ist Osram, Wolfram. Nein, die sind schon längst verboten. Nein, die brauchen zu viel Energie. Mein Schutzheiliger ist ein ostfriesischer Pfarrer gewesen. Also ich glaube, ich bin mit dem Otto verwandt. Das ist das Einzige, was ich da rausgefunden habe. Ja. Aber was feiert ihr so in der Familie, wo du denkst, also, muss man jetzt nicht? Das kommt jetzt darauf an, welchen Teil das wir nehmen. Wenn wir jetzt so meinen Papa zum Beispiel nehmen. Mhm. Wird der Christi immer vor Ort richtig zelebriert? Der feiert prinzipiell gar nichts. Oh, okay. Ja. Der hat an Weihnachten Geburtstag und er hasst es. Was, Weihnachten oder sein Beides. Okay. Oder er will zumindest nichts. Er hasst Jesus und sich selbst. Ja. Toll. Das ist voll schwierig, weil er wollte dann auch nie ein Geschenk und dann fragst du ihn aber vorher, nein, ich mag nichts. Und wenn er dann doch was kriegt, dann ist er auch noch angefressen. Schenkst du ihm einfach eine Zigarre, da bist du immer safe oder so, oder? Das war immer ein bisschen kompliziert. Bei der Familie von meiner Frau ist das ein bisschen anders. Da wird tatsächlich jetzt der Hund der Schlange gefeiert. Okay. Frühlingserwachen. Wenn der Hund Geburtstag hat, wenn die Katz Geburtstag hat. Oder wenn, Katzennamenstag. Wenn einer Namen Tag hat. Als Namenstag. Weihnachten, erster Weihnachtsfeiertag, Kalender. Zweiter Weihnachtsfeiertag, Fasching, alles. Da wird das ganze Jahr wird gefeiert. Das ist bei uns schon ein bisschen so, weil wir feiern zum Beispiel 24. Dezember eigentlich nicht wirklich so, weil ich halt immer schon irgendwie so ein Halbscheidungskind bin und die Familien immer aufgeteilt waren. Und jetzt war es immer so, wir haben bei der. So Halbscheidungskind, hat sich wer offiziell scheiden lassen und der andere nicht. Das ist eine offene Beziehung. Hat deine Mama scheiden lassen, aber der Papa geht immer nur davon aus, dass sie geheiratet hat. Das ist eine halbe Scheidung, eine halbe Scheidung. Ja, ist so. Ich check's. Nein, wir haben ja halb Schwester und halb Bruder, die sind gar nicht miteinander verwandt. Ja. Also das ist ja alles ein bisschen komplizierter. Ja. Aber auf jeden Fall. Das hört sich so an, ja. Aber auf jeden Fall heißt das, wir haben quasi am 24. habe ich meistens gar nicht gefeiert, zumindest seit ich ausgezogen bin. Ja. Und am 25. bei der einen Hälfte von der Familie und am 26. bei der anderen Hälfte. Okay. Aber immer gleich, 26. immer Stefanitag, weil mein Opa Stefan Karsten hat und ich glaube auch um den Zeitraum gestorben ist und seitdem zwingen uns die Oma, dass wir in die Kirchen gehen. Okay. Ja. Immer in die gleiche Kirche meistens, ist immer gleich scheiße. Zum Exorzismus, ja, das bringt mir nichts mehr. Und da, ich kann schon die Rede vom Pfarrer selber halten, weil ich habe schon seit 1999, also 25 Mal ungefähr gehört. Okay. Wir bitten dich, erhöre uns. Ja. Ja, okay. Nein, aber sonst bin ich nicht so der Feiermensch. Nee, okay. Was geht bei dir da so? Ich feiere auch nichts. Aber mir ist das aufgefallen, wann Leute so, weiß nicht. Ja, das ist zum Beispiel bei uns so, du hast ja im Jänner Geburtstag und ich im Februar Geburtstag. Ja. Das sind prinzipiell voll scheiß Monate zum Feiern. Komplett. Weil du musst dann immer irgendeine Aktivität machen, weil daheim wird sie auch viel früher finster. Das ist nicht dasselbe im Sommer. Ja. Im Sommer einfach. Du hast Geburtstag, du lädst irgendwelche Leute ein, du sitzt draußen, fertig. Für Leute, die einen Garten haben. Reicht schon. Für reiche Leute, ja. Oh, ja. Ich du hast keinen. Zwei Balkone im Altstadtpalais. Ich hab keinen Garten. Ich hab einen Balkon, ja. Marco, der Terrassen hat 45 Quadratmeter. Das stimmt nicht. Ja, noch. So. Weil der Wolfi reißt jetzt ab. Ja. Nein, und von dem her, und im Februar, ich bin noch ein paar Mal mit Freunden auf irgendeine Skihütten oder so gefahren, aber das war dann auch immer... Komisch. Im Februar Geburtstag haben wir... Gracias. Gracias. Alter, was geht? Was? Der Fock hat ein Gracias. Ja, wenn es jetzt nur mehr ausgeht, dann stehe ich mal auf. Ich werde es im Dunkeln aufnehmen. Okay, wenn wir schon bei im Dunkeln aufnehmen sind und komische Sachen, die man daheim macht. Ich komme jetzt in ein Alter, wo ich... Darkroom haben willst. Nein, den habe ich schon. Wo ich ein Lieblingsbesteckstück habe. Okay. Ein Spork. Ich habe mehrere Löffel. Nicht, ich sind nicht alles die gleichen, weil richtig Lowlife ist immer schon klar, dass du sagst ja nur das gleiche. Der Marker lebt aus dem goldenen Löffel. Ja, aber habt ihr, es gibt doch, also das Mundgefühl ist ein ganz anderes. Ja. Bei dem, das ist der perfekte Löffel. Ja. Der wird, den kann ich nie austauschen. Ja, aber isst du viel Sachen mit Löffeln? Ja, Alter. Bestes Besteck. Ich würde alles mit dem Löffel essen. Alles, was ich nicht mit dem Löffel essen kann, ist mit den Händen oder gar nicht. Nein, also Löffel, es ist so die perfekte Kuhle und Dings, das passt da perfekt im Mund. Weil wenn es da so ein bisschen klein ist oder ein bisschen zu Aber da brauchst du dann schon eher den Kochlöffel. Ja, klar. Nein, das ist so Kelle. Oder ja, aber genau. Wie tust du dir dann rein? Ja, einfach gerade im Ganzen.
bis weg arme, ist und dann, oben nach, dran. Dann nach oben ausführen. Das ist ein Suppenleben. Ja, genau, ja. Und dann nach oben ausführen. Nein, ja. Also rein wie ein Bagger und dann Arme oben dran ausklicken. Rein wie ein Bagger. Ja, ich muss und dann oben dran und ausklicken. Ich muss aber immer, bevor sie im Mund ist, muss ich immer. Ja, was kommt denn da? Ja, genau. Ja, was kommt denn da? Ja, mir, was das ist mein Essenserlebnis. Na, habt ihr eine Lieblingsgabe? Nein, aber ich fühle das. Ja. Wir haben tatsächlich zwei verschiedene Bestecke daheim. Das ist wahrscheinlich beides vom IKEA oder eins ist vom WMF, keine Ahnung. Ja. Aber die Julia nimmt tatsächlich die eine Hüfte und ich nehme die andere, weil mir taugt das andere mehr. Aber es ist voll praktisch, wenn das alle Rand ist und alle Leute machen würden, falls man sie mal scheiden lässt oder so, ist das voll praktisch. Du musst nicht uns Besteck streiten. Ja, voll. Ja. So ist generell alles bei uns aufteilt. Ja. Ja. Jeder hat sein eigenes Ding. Jeder hat zwei Föhn, zwei Staubsauger, zwei Bügeleisen. Die Wohnung ist halt unterteilt. Hier ist eine Linie in der Mitte. Der Esstisch steht in der Mitte. Ja. Und da treffen wir uns. Aber ihr habt auf beide Seiten andere Sessel, weil du magst andere Sessel. Genau, ich habe einfach nur einen Gaming-Tisch, weil ich eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als Computerspielen. Zocken und streamen. Ja, genau, ja. Ja. Zocken und streamen. Ja. Und bei meiner Frau ist voll schön drüben. Ja, zocken und streamen, das haben wir ja heute gesehen. Wir haben es nicht einmal geschafft, Instagram live Dings zu machen. Was soll das heißen? Also, falls, nein, der Wolfi hat alles gegeben, aber wir haben das noch nie vorher gemacht und haben auf dem Weg. Wir haben schon drei, vier Leute zugeschaut. Wir werden es auch nie wieder machen. Nein, schreibt es mal in die Kommentare, ob irgendwer den Livestream zufällig gesehen hat. Auf Twitch. Das möchte ich schon mal ausprobieren. Twitch. Ja, weil das die letzte Plattform ist, wo man die Leute noch nicht am Arsch gängen. Ja. Ja, und das finde ich nicht, das kann ich nicht akzeptieren. Es ist nur keiner von uns auf X richtig unterwegs. Ich schon, aber unter anderem Namen. Liebe Randis, wir kommen jetzt zu einem Punkt in unserem Podcast, wo wir bald unsere Gäste, das Wort habe ich gesucht, Kunden wollte ich sagen, unsere Gäste begrüßen dürfen. Dann sollen wir sie reinlassen. Ja, holen wir sie rein. Ne? Ja. Okay. Dann. Aber sollen wir noch mit den Füßen stampfen? So, hey, Camo Crew. Das Licht aufgeht. Camo. Und dann sitzen sie einfach da. Camo Crooked. Jetzt sind sie da. The one and only, the twos and onlys quasi. Camo und Crooked, die, ja, der österreichische Musikexport, der Welt. Ihr seid überall unterwegs auf der ganzen Welt. Wir freuen uns total, dass ihr euch die Zeit nehmt bei eurer busy Tour-Schedule, dass ihr euch mit uns beim Frequency zusammensetzt. Großer Tag auch für euch. Ihr Headlines und Closed, die Mainstage von Frequency. Sau geil, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung und natürlich auch danke Gigi D'Agostino fürs Ordnung, weil sonst erwarten wir nicht die Headliner und Closing Acts auf der Mainstage. Aber da kann man natürlich auch nicht nah sagen. Nein, da kann man nur ab und zu bla 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 sagen, aber mit nah lassen wir es. Genau. Gigi hat der Wolf ja auch schon Erfahrungen. Ja, Gigi D'Agostino ist nicht so der Auftreter, sagen wir. Habe ich schon gehört. Also es gibt ja da diverse Stories. Ich weiß nicht, ob das so urbane Legenden sind. Ja. Urbane St. Pölten Nachtschichtlegenden, wo halt immer ein Double aufgelegt hat. Ja. Mir kommt vor, jedes gefühlte zweite Monat war halt Gigi D'Agostino zu Gast, aber ich glaube, der war eigentlich gar nicht da. Wir zwei haben das auch schon so durchgezogen. Ja, wir sind auch Gigi D'Agostino aufgelegt. Er hat früher halt als Felice aufgelegt. Also ich glaube, wir sind das gefühlte zweite Monat. Und ich bin ab und zu eingesprungen, statt er, die Leute haben es nicht überrissen. Ja, das Gerücht gibt es in Salzburg auch, weil ich bin aus der Kirchen ursprünglich und da hat einmal am Recyclinghof Gigi D'Agostino gespielt. Was auch und ich schwöre euch, das war irgendwer. Mit einer Perücke und Outfit, weil die Stage war so weit weg von den Leuten. Und am Ende hat jeder gesagt, hey, wir hätten gerne unser Geld zurück, weil das kann nicht der echte gewesen sein. Ja, aber das ist ja ein absolut brillantes Business-Model, wenn es das so siehst. Ja. Doppelbookings. Alles. Er spielt gleichzeitig in vier Städte. Ich meine, Schatz, der Marshmallow, der setzt sich einen Kübel auf und kann jeden hinstellen. Ja, richtig. Ja, das ist das bei euch immer Option gewesen? Nein, prinzipiell Kübin, oder? Naja, schau, ich schaue eh schon, dass ich ausschaue wie ein Basic Sim. Also, wenn du die Sims startest, dann kommt das daher. Mit einem Kapperl auf, halt, das muss drauf sitzen. Aber habt ihr schon mal separat voneinander aufgelegt, dass man sagt, der eine spielt da und der andere spielt da? Ja, also wir versuchen es zu vermeiden, aber manchmal passiert es halt. Also entweder einer ist mal krank, kann natürlich auch passieren. Oder jetzt zum Beispiel in circa einem Monat ist es so, wir touren in Amerika und ich fliege schon eine Woche vorher hin, weil wir halt einfach irgendwie ein super fettes Festival Nocturnal Wonderland. Genau, spielen und die hätten uns halt gern gehabt, aber wir haben schon zwei Shows in Europa gehabt und die haben halt gesagt, Boys. Geht ja, oder? Dann können wir die Hüften haben. Und ja, dann haben wir halt gesagt, ja passt, nachher fliege ich schon eine Woche früher wie Markus Radl da und wir sehen uns dann danach halt dort und spielen noch quasi eine Modus-Tour von unserem Label, die Tour mit Matthews zusammen auch über, ich glaube, 8 Shows über 2 Wochen noch danach. Genau. Sehr geil. Aber wir versuchen es zu vermeiden, weil
ich finde, wenn jemand für Calm und Crooked kommt, dann soll er Calm und Crooked, soll er auch Calm und Crooked sehen. Also, ich mein, also ganz ehrlich, Reisen alleine macht halt einfach nicht viel Spaß, ja, und geht halt wirklich aufs Gemüt. Und ich glaube, wenn seit uns gemeinsam gibt und seitdem wir ja gemeinsam reisen, das ist ja mittlerweile schon seit, ich glaube, Anfang 2011, so dass wir nur gemeinsam auflegen, bis auf diverse Ausnahmen. Und hätte die Zeit eben die letzten 13 Jahre lang gespielt, dann hätte das, weißt du, wer dann mein Double war? Der Ötzi. Gary. Ötzi-Legende. Ötzi-Legende. Aber ich kann da, also ich habe da gute Connection, ich kann da das, den Hut kann ich da besorgen. Oh, wirklich? Ja, haben wir noch im Studio liegen. Also wir haben das voll. Du meinst, du hast noch einen alten Socken dabei. Halt, stopp. Handgehalten. Ja, wir haben wirklich noch ein paar alte Utensilien. Ja, also wenn sie Ötzi-Fans hat, sie kann ja euch alles besorgen. Überhaupt, Kuscheldecke hätte ich sonst jetzt, glaube ich, aktuell nur in Salzburg. Im Auto. Das ist überhaupt kein Thema. Herr Reini, weißt du eigentlich, dass uns was verbindet? Außer Salzburg? Außer Salzburg, jetzt ja. Jetzt kommt die Awkward-Story mit deiner alten Freundin. Ist genau so, ja. Nein, so wie es nicht. Aber ich mache ja auch schon Zeitl Musik und so. Und wie ich angefangen habe zu Musik machen, das war noch MySpace-Zeit. Ja, ja. Und da habe ich, weiß nicht, meinen Standcomputer gehabt und dann habe ich in Salzburg so gefragt, hey, wer ist in Salzburg, kann da irgendwie was? Und so, ja, du musst den reinschreiben, der kann das schon. Und dann haben wir auf MySpace geschrieben und da hast du den ersten Ableton-Tipp gegeben. Ah, wirklich? Ja, ich höre das. Super. Aber da war, ich glaube, da war es noch gar nicht gemeinsam. Also das ist... Ja, das wird wahrscheinlich so 2006, 2005 sowas zwei, gewesen sein. Drei Jahre ja. her gewesen sein, ja, voll. Ja. Wolfi, du schaust so viel älter aus als er. Ja. Warum? Ja, ja. Das sind 20 Jahre dazwischen. Ja, das ist das Problem. Jungs, ihr seid viel unterwegs und wir haben, ich weiß nicht, im Podcast habt ihr euch noch nicht angehört, aber ihr habt schon wieder was davon gehört. Wir haben eine Kategorie, die heißt die Hasslatte der Woche. Da in der Hasslatte der Woche ranten wir einfach random, was uns die Wochen angefeiert hat. Ich würde da jetzt einfach mal gleich den Einspieler machen. Er hat das ein unglaublich. Das kann doch nicht sein. Die Hasslatte der Woche. Jungs, was ist eigentlich eine Hasslatte? Was geht euch so richtig auf die Nerven? Also momentan die Airlines, die Flughäfen und einfach dieses Missmanagement. Viel zu viele Flüge, die ganzen Airports natürlich geldgierig. Wisst ihr nicht Privatjet? Ist das noch nicht so am Start? Economy for life. Eco Boys. okay, ja, es ist wirklich schlimm. Und vorige Woche erst wieder, der Reini war schon einen Tag früher in UK, weil seine Freundin hat am Festival gespielt, am Boomtown. Yeah. Und wir haben dann eben am Freitag gespielt. Bin ich allein hingeflogen und ich sitze am Bahnhof in St. Pölten. Das tut mir leid. Das ist allein schon. Das allein reicht eigentlich. Da müsstest du eigentlich schon wieder heimgehen. Ja. Das war ja schon ein Indiz und plötzlich kriege ich eine Nachricht, dass mein Flug 3 Stunden verspätet ist. Na super, was magst du? Ja. Natürlich wäre sich dann unser Gig nicht mehr ausgegangen. Das heißt, und da ist halt dann der FOMO wirklich eingekickt, weil man gedacht hat, uiui, ich hoffe, es gibt noch einen anderen Flug. Klar, wir haben mit Reini telefoniert, gleich gesagt, was Sache ist, unseren Advancing Agent da angeschrieben, der gerade im Auto gesessen ist, der natürlich dann gleich angefahren ist von der Autobahn und auch gleich geschaut hat. Und es hat noch Gott sei Dank einen Flug gegeben mit der Austrian Airlines, der nur billige 600 Euro in der Economy Class gekostet hat. Aber von St. Pölten nach München. Aber hey, ich habe es geschafft und ich muss sagen, aber das geht halt einfach so auf den Stresslevel und das passiert, kommt mir vor, jetzt momentan jedes Wochenende. Und du bist schon so genervt und hast wenig geschlafen, was der Stresslevel Ende nie. Wir sind schon wirklich viel jetzt herumgesessen und waren verzweifelt. Es ist schon die eine oder andere heimliche Träne verlassen am Airport. Ja, das denke ich mal. Ja. Da haben wir erst vor kurzem, also wir haben die Feststellung jetzt schon länger gemacht, aber Airport hat eigentlich keine Zeitzone. Also das ist durchgehend, weil entweder du sagst um 6 in der Früh, wenn der gerade irgendwie Wodka Bull trinkt oder keine Ahnung. Und du kannst aber nicht mehr judgen. Das ist Las Vegas. Du weißt nicht, wie lange er schon unterwegs ist oder ob er noch unterwegs ist oder wie immer. Was am Flughafen in Salzburg passiert ist, bleibt er dort. Ja, gar nichts. Gar nichts. Zu so wenig. Die Leute bleiben dort, ja. Genau, stranded. Ja. Jungs, hat sie Raucher? Ich nicht. Ja, und ich eher weniger. Okay, weil wir haben eine Feststellung gemacht. Aber wenn es der Chick hättest? es gibt nicht mehr Fenster, da redet. Ja, das ist keine gute Idee. Mir ist so gratis.
Die Echo Boys schlagen wieder zu. Ja, es ist so. Wir weihen euch jetzt ein in unser geheimes Wort, was eigentlich in jedem Satz circa gefühlt dreimal vorkommt, was, wenn wir miteinander kommunizieren und auch mit unserem Sieben im Daxter und eben im Matthews, das ist Snöre. Ja, geil. Snöre. Ja, geil. Snöre. Wer schnurrt, der Sport. Ja, genau. Ich sag's euch, wie es ist. Wir haben ein Motto und das heißt, nehmen, nicht schämen. Ja. Das ist. Das ziehen wir. Ein bisschen asozialere Variante. Und, ja, und nein, aber es gibt auch dazu Snöre nehmen, Snöre geben. Also, es ist schon philosophisch. Okay. Es ist schon was Sozialeres und auch dabei. Snören in Englisch ist ja to freeload. Und was du im Drum and Bass Jargon sagst, ja, who wants a reload? Ja. Jetzt who wants a freeload? Ah, okay. Oh, shit. Und dann schreien alle. Und dann Gunshots. Ja, genau. Gunshots. Ja, sehr geil. Ja, Gunshots means freeload. Ja, aber das heißt ihr, also wenn ihr ordentliche Freeloader seid, dann loadet ihr auf Festivals ordentlich free. Was ist eigentlich ein Pre-Game-Ritual? Wird da ordentlich der Trichter gekübelt oder was passiert da? Na, eher das Essen einfach, oder? Ja. Sind wir schon so alt, oder? Mein Rider ist nur noch Buffet. Der Tapperdegel. Der Tapperdegel wird einpackt und dann wird alles mit Handnummer. Ich gehe gar nicht mehr einkaufen. Die Wurst sehen wir vor Ort und die Obstplatte für zu Hause. Nein, man muss sagen, unser Rider, also das, was wir gestellt bekommen von dort, ist eh total human. Das sind Papiere, vielleicht ein bisschen ein harter Alkohol, aber das schaffen wir alles. Was ist euer To-Go-Sprit? Ja. Rum. Ja, ah, okay. Diplomatico, Bumbo. Oder Kraken. Vielleicht. Da kommt der Niederösterreich wieder raus. Oder Wodka Red Bull, irgend so. Ja, Wodka Red Bull ist das Beste. Ja. Wir trinken gerade gern Tequila. Ja. Wenn es ein guter ist. Ja, ein guter. Ich muss ein guter sein. Wie ist der Clase Azul, Don Julio, Padre Azul. Wir können ihn nicht einführen. Patron. Patron. Das ist mehr so ein US-Ding. Ja. Ja, du, wenn es da steht. Es kommt schon weg. Snöre nehmen, Snöre geben. Wenn es schon da steht. Wir haben halt nur, wir haben halt bei der Catering-Firma oben, ein Stück weiter oben oder zwei weiter oben gesehen, die Rider von den anderen Künstlern, von den Headlinern, die könnt sich das nicht vorstellen. Sido war voll entspannt. Sido hat irgendwie so fünf Sachen, irgendwie keine Wurstplatten, bla bla und so viel normal. Und dann gibt es einen anderen, wir wollen keinen Namen nennen. Ich schwöre euch. Mit Vornamen heißt der Peter. Der will essen für 180 Leute und 10 Flaschen Champagner. Ja. Und kein, also da geht's der Peter, der ist gescheit ausgefuchst. Da geht's um gar nichts mehr. Von dem ganzen Plakat denkst du, okay, wer ist die Prinzessin? Aber nicht er hast du, aber okay. Das nennt sich eine Profisnöre. Genau. Andere Liga. Ach so, andere Liga. Der versorgt seine ganze Familie damit. Der nimmt auch alles mit wahrscheinlich. Ja, alles wird mitgenommen. Aber weißt du, vorher gerade gesagt hast, Las Vegas ist auch ein rechtsfreier Raum. Was ist so? Ich meine, wir haben es ja vorher schon im Vorgespräch ein bisschen erwähnt, aber der Jumbo ist ja unser gemeinsamer Bekannter oder Freund mittlerweile. Und da habt ihr schon die eine andere wilde Story erzählt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr im Podcast mit Johnny aufgenommen habt, hat er noch nicht ganz so gut Deutsch kennen. Und es war so geil, weil ihr wart so on fire und er war so. Ja, habt ihr nur eine Bombengeschichte für uns, die was wenn die Wörter rauslassen können? Kannst du dich noch erinnern? Genau. Ich meine, ich habe einmal, da wo der Borgor gerade der absolute König war, da war er zusammen mit einer Pornodarstellerin. Ja. Und das war. Wo geht die Reise hin? Ja, nein, das ist alles halb so wild. Aber es war halt einfach so typisch mir, as awkward as it can get. Und ich habe ihren Namen im Vorhinein schon gekannt, natürlich. Gegoogelt. Aber ich habe nicht gesagt, ja, hallo, ich bin der Markus und ich kenne die eh. Weißt ich kenne die ganz genau. Der Borger steht da und sagt Servus und seine Freundin damals steht neben ihm. Und ich so, Servus und mit dem Drink in der Hand und so voll aufgeregt. Wie bin ich, habe das komplette Glas hier Dekolleté runtergeschüttet. Ne? Wet T-Shirt Contest. Gleich mal unten durchgelesen. Und das war eben in Las Vegas. Ja. Ah, okay. What happens in Vegas? Ja. Das ist in Vegas. Sonst, wir sind ja brave Burschen eigentlich. Schon, oder? Ja. Da kommt man schon durch, aber musst du, wenn du das jetzt schon seit 15, 20 Jahren machst. Also. Ja, Reini, wir haben ein bisschen in deiner Vergangenheit recherchiert. Jetzt habe ich es gerade noch gesagt, jetzt kommen wir mit den Geschichten. Nein, wir haben den einen oder anderen ernsthaft, aber da ist eigentlich gar nichts so viel zu kommen. Nein. Aber unter anderem. Ein solider Bursch. Ja, nein, totaler Brave, aber da werden wir später vielleicht nur mal drauf zurückkommen. Gell? Habt ihr schon mal Hotelzimmer zerstört, einfach aus Jux und Tollerei?
Fernseh durch. Also mir ist nein, also, weißt, warum, ich habe schon mal ein Bett zerstört, unabsichtlich. Ja, gut, also eingelegt, weg. Was denn passiert? Es ist so zusammengeklappt ja, wieder. Es war doch kein Doppelbett. Es naja, war ein Toaster. Quasi, es hat dich verschluckt, oder? Ja, es war wieder Pac-Man. Und dann aber gleich in der Wand versenkt. Ja. Und du bist quasi danach aufgestanden und das Bett war noch hinten bei dir am Rücken. Absolut richtig, ja. Nein, ich habe Zimmerservice rufen müssen. Folgendes, mir ist sowas passiert. Naja, pass auf, wir haben, also nicht gewollt, aber wir haben schon mal was zerstört. Ja. Es ist halt einfach einmal gegen die Wand gespielt worden und vorher ist halt Rotwein getrunken worden. Oh. Und da ist halt dann, das ist halt überall im Vorhang gehängt und wir haben halt Leave No Traces, haben wir den Vorhang entfernt und dann am Ibiza Airport entfernt. Okay. Bei uns war nie ein Vorhang. Ich meine, das war auf einer Seite vom Fenster hängt den auf der anderen nicht mehr. Da war kein Fenster, wie wir gekommen sind. Ich glaube, der Vorhang ist bei dir mit daheim gehängt. Ja, vorher, das kann sein. Aber was war dann also die wildeste Location, in der sie mal schlafen habt müssen? Hat es da was gegeben, wo du gesagt hast, okay, Alter, da check ich jetzt echt wieder aus, weil ja, das geht dir nicht aus. Also ich würde sagen, check ich aus, das ist ja schon fast richtig, weil absolut. Damals kannst du dich erinnern, da also haben wir so eine Geschichte noch, aber da haben wir so einer Jugendherberge meine, direkt über den Club gespielt und jetzt eine tschechische Motel-Jugendherberge 0,5 Stern, minus 0,5 Stern. Also hostelmäßig, wo du Angst hast, deine Nieren klauen. Ja, genau. Und aber natürlich hat es geheißen Hotel Forster, aber das war halt im Namen schon drinnen. Also, okay, ja. Ja. Aber sonst. Aber da habt ihr es durchgezogen oder habt ihr gesagt, okay, keine nein, durchgezogen. Okay, nein, immer durchgezogen. Klar. Also, einmal war es auch so über den Club geschlafen und da hat es wirklich so aufgebrummt. Da haben wir uns noch einfach, also wir haben drei Zimmer gehabt: Markus, Reine und eben der MC Daxter. Ja. Und wir haben uns einfach noch geschaut, in welchem Zimmer brummt es am wenigsten, haben alle Matratzen aus alle Zimmer genommen und haben uns dort halt nachher einfach reingelegt. Und das war echt der Walk of Shame, weil ich war halt am ganzen am anderen Ende vom Gang, gell? mit der Matratzen und bin ich durchmarschiert. Wir machen Pyjama-Party halt. Es gibt ein Video davon. Ja. Ich wirst viel mehr von dem Scheiß posten. Und dann haben sie die Haare geflochten und es war ein nettes. Aber hey, eine Story habe ich für euch. Ja. Wir haben einmal in unserem Leben in Puerto Rico gespielt. Ah, die und wir kommen zurück vom Gig. Gig war eh Arsch, wie es zu erwarten war. wie jeder halt. Ja. Wie jeder. Fast die Scheiße fast wieder haben. Wir machen das nur wegen der Kohle. Nein, normal, davor voll motiviert, nein, danach nein. Devastated. Nein, wegen Snöre. Nur wegen der Snöre. Catering. Auch hat es noch immer. Schatz, ich komme in drei Tagen wieder heim, ich fliege nach Puerto Rico zum Einkaufen. Kauf nicht ein. Ich habe gehört, das ist 10 Cent billiger. fünf Bier und Abflaschen Wein. Ja, auf alle Fälle, wir kommen halt vom Gig zurück, gell, ins Hotelzimmer und da war der Promoter Snöre, da haben wir uns dann ein Zimmer dort. Wow. Ja, aber auch, weil in Puerto Rico, da bist du lieber bei deinem Home ja, sehr okay. nahe. Ja. Okay. Wegen der Geschichte allein Betten. Schon. Ja. Okay. Und muss man dazu sagen. Wir judgen noch nicht viel. Nein, passt schon. Du, wir wir haben schon alles erlebt. Man hat schon alles erlebt. Hey. Aber pass auf, also wir kommen da zurück, gell? Ja. Und wir legen uns hin und denken so, puch, jetzt ist das vorbei. Auf einmal hören wir da, wie wer schreit, gell? Vom Gang aus. Help, so, help, ja, please help! Ja. Help, help, please help! Ja. Und auf einmal war es ein True Crime Podcast. Ja, dann pass auf. Und wir natürlich verwundert, gell, sag mal, die müssen noch schauen, was da los ist. Da schreit einfach, das hört sich wirklich so an, als hätte da wer Probleme, ja. Und machen auf und dann haben wir erstmal zugesperrt. Haben wir erstmal schnell zugesperrt. Und den Kopf holt über den Kopf. Rein, ich sperre zu, die wollen was. Neues Canceling, Headphones auch zugesperrt, danke. Nicht mein Problem. Nicht sehen, nicht sprechen. Ja. Ich hab einen roten Vorhang mit, unter dem können wir uns verstecken. Ja, okay. Naja, gut, und wir schauen halt beim Gang raus und gegenüber von uns, der hat auch gerade rausgeschaut, der hat das auch gehört und der hat sich auch gewundert, was da los ist. Ne? Und wir denken, wir schauen uns so an und das war halt wirklich so wie Mana, was dem, wenn so ein Bier bestellt, die Teile. Und da haben wir schon gewusst, ja, jetzt müssen wir schauen gehen. Ne? Ja, passt. Und wir gehen an dem Gang entlang, folgen diesen Geräuschen, den Hilfeschreien und dann hören wir, das muss von da rauskommen, gell, von ein paar Tieren weiter am Gang runter, klopfen dort an, ja, und auf einmal macht da wirklich wer auf. Ja? Ja. Und das war so, kennt ihr den Don Vito noch von Jackass? Ja, der hat so ausgeschaut wie der Don Vito. Okay. Ja. Und ja, er war es nicht natürlich. Aber, es war in, aber der hat es ihm rausgekriegt. und dann ist auf einmal, also da hat es voll Dampf drinnen in dem Raum, gell, also die Dusche wahrscheinlich 5 Stunden durchgerannt, ist ein 14-jähriges Mal rausgerannt.
halb lockert, gell, nur so zu, und verdeckt und ist halt den Gang runtergerannt und war dahin. Und wir denken uns, oh mein Gott, scheiße, was passiert da, gell? Und auf einmal, aus dem Nichts, kommt, das war so ein L-förmiger Raum, kommt aus dem Hinterruck von dem Raum eine Frau im gleichen Alter wie der Mann und sie, ah, die stupid, stupid man fell in love with young girl again. Und du denkst dir, Alter, was ist da los? Es war wirklich genauso. Und dann haben wir unten natürlich gleich bei der Reze angerufen, gell? Ach so, der Karl ist da. Ja. Also, der gehört so dö. Und die haben dann, sie haben ja nicht viel verraten dürfen, das fällt dann gleich einmal ins Betriebsgeheimnis und was weiß ich. Aber beim Auschecken haben sie dann gesagt, er war der Polizei schon bekannt. Ja, okay. Und war anscheinend schon mal Gast da. Also das war anscheinend wurscht, aber ziemlich arge Story, ja. Und das war unser einziges Mal Puerto Rico. Kann nur besser werden, wenn man wieder hinkommt. Ja, die Messlatte ist relativ niedrig, ja. Ja, die ist niedrig. Ich habe jetzt ursprünglich damit gerechnet, dass sie sagt, dass ein Papagei geschrien hat. Also nein, das war arg. Das war wirklich eine gute Geschichte. Ja, crazy. Das ist arg. Hey, crazy. Ja, ja. Hey Jungs, ihr habt mittlerweile einen recht großen Back-Katalog. Ihr seid ja schon echt sehr lang umtriebig. Und jetzt einer, also Sub-Headliner wie ihr seid natürlich die Ober-Headliner von dem Festival, aber der Sherry Edan, der hat einmal, Ed Sheeran hat einmal in einem Interview gesagt, den haben sie auch gefragt, so, hey, was ist der Song, der was die eigentlich mittlerweile... Was ist dein Lieblings-Karma und Crooked Tune? Ja, richtig, genau. Ja, richtig. Hat er gesagt, damals Vampires VIP. No, that's needed. No words needed. Ciao. Nein, aber dann haben sie gefragt, ob er ihm das mal arschgeht, dass sein Song bei jeder verfickten Hochzeit gespielt wird. Und er sagt, dass er ja, und ob er ihn quasi auch noch spielt. Er sagt, dass er ja, es hilft nicht, der Song gehört nicht mehr mir. So quasi. Eigenleben entwickelt, ja. Ja, voll. Habt ihr einen Song, den sie hasst, aber trotzdem spielt? Eigentlich nicht. Wir hassen alle. Alle? Es ist nicht so schlimm. Dadurch, dass wir keine Hits haben, hassen wir es auch nicht. So ein Scheiß. Nein, aber es ist halt schon so, ich glaube, wenn du natürlich ein Künstler bist, ich meine, der Ed Sheeran hat hunderte Hits, aber wenn du halt dann narrowed down wirst, wie zum Beispiel Sinead O'Connor, die mit Nothing Compares to You wirklich big geworden ist, was ja eigentlich auch der Prince geschrieben hat. Ja, aber dann füll er mal eine Stunde und die Leute warten. Ja, aber die Leute warten nur auf diese eine Nummer und du denkst, that's was, do something, also poking with a stick, du kannst einen Kasperlober reißen. Sing so, Alter. Und deswegen wir einfach 60 Minuten durch einen Kasperlober und haben keinen Hit. Passt auch. Genau. So ein Blödsinn. Die Leute warten 60 Minuten und es kommt halt nichts. ist für beide Seiten in Deutschland. Ja, typische Carmen Crooked Show. ist so. Hat wie immer passt. Ideal. Ah, genau. Ich hätte eine Frage, weil ich bin ein großer Fan von eurer Symphonic es war richtig geil. Dings. Was hat der Colonel jetzt gegen Earth, Wind and Fire? Ah, der hat was gegen Earth, Wind and Fire? Ja, ist er in irgendeinem Snippet oder in der Doku gesagt, nein, da können wir jetzt nicht weiter da, weil sonst wird es zu viel Earth, Wind and Fire. Ach so, nein, das ist nur, da ist darum gegangen, dass das Ganze nicht zu klamaukig wird, sodass das nicht so wie eine Big Band klingt. Ja. Okay. Sondern dass das halt ein bisschen, sagen wir mehr dedicated ist, dass es ein Storytelling ist und nicht jetzt der obvious choices an Instrumentation etc., so dass du sagst, ja, ich mache jetzt da eine Motown-Brass-Geschichte aus dem Tune und fertig. Ja. Und das war einfach immer unsere Referenz ein bisschen. Also er hat gar nichts, der liebt Earth wie ein Fire. Ja. Okay. Aber da gibt es echt, Ayers ist echt ein wahnsinniges Beispiel für beste, das. Das danke. Beste, hands down. Wir haben uns Cool Savage noch angeschaut. Ja, aber, das war auch gut, aber zum Beispiel voll schräg war Metro Boomin hat, glaube ich, uns gehabt. Ja. Und das war ultra schräg. Ja, weil er halt, keine Ahnung. Aber bei euch, also. Naja, da ist wieder das. Diese Dudes, die haben halt die Hits. Ja. Die machen dann quasi irgendwie teilweise, war es ein bisschen wie ein Symphonic-Cover. Wir haben die Hits nicht. Wir haben wieder ein halbes Jahr hackeln müssen, damit sie das irgendwie für die Heads halt irgendwie mehr Wert Geiler hat. Herz. Aber was das eignet sich ja natürlich auch. Elektronische Musik oder halt Drum and Bass extrem gut, dass du sagst, du sezierst das, weil es passiert sowieso so viel, ne, in der Musik. Ja. Das sagt, und dann okay, schreit der Tags da noch drüber. Ja, genau, vorher. Es würde eh nicht schon nur passieren. Hauptsache. Deswegen ist der Drum and Bass jetzt da so big, weil jeder hat ADHD und braucht mehr und mehr. Die Rezeptoren müssen überflutet werden. Ja, nebenbei nur Subway Surfer Renner, dass du den Drum and Bass schauen kannst. Auf zwei Screens. Brainrot. Alter, das waren aber Wahnsinn Stage Visuals, Alter. Das war, Alter, ausgespült. Brainrot Visuals. Ja. Direkt ins Hirn rein.
Hey. Aber war das auch so eins eurer absoluten Karriere-Highlights, das Symphonic? Ja. Ja, also wir haben gesagt, wenn es von diesem Zeitpunkt nur mehr bergab geht, ist es auch okay für uns. Da wirklich, ja, haben wir es uns gesagt. Ja. Wir haben dann gesagt, okay, jetzt da haben wir den Zenit eigentlich erreicht, weil wenn du mal mit einem riesen Orchester auftreten darfst, gell, und mit, halt, mit so einer Koryphäe wie der Kolonowitz ist, es kann nicht mehr recht viel besser werden. Naja, und jetzt sind wir da, Mainstage Frequency. Ja, krass. 500 Leute. auf der Bühne. Auf der Bühne. Der Bäder bleibt. Ja. Und der ist mit drei Busse da. Der hat das Catering auf der Bühne aufbauen lassen. Der ist mit drei, der ist mit drei Busse da, der muss ja das ganze Catering mit anbringen. Ja. Der kommt der Lahm mit drei Bussen. Na, der hat so eine fette Tafel, wie beim Jedermann aufbaut. Ja, garantiert. Alles voll mit Essen. Ja. Alter, drei Nightline und ein Kühllader. Ja. Lade ein. Er würde ja eh fliegen, aber da kann man nur zwei große Bags einchecken. Nein, da steht schon am Militärflughafen steht schon, ja, wer bereit ist, der das mitnimmt. Der Schiffscontainer für Herrn Fox bitte. Ja, wild. Ja, krass. Ja, hey, Jungs, ihr kommt ja beide so ein bisschen aus der Skateboard-Szene eigentlich, oder? Also bei dir haben wir es erfahren, dass du mal in einem Skateshop gearbeitet hast oder weniger gearbeitet, mehr aufgelegt hast. Im Dollar Skate Shop, im Dollar Shop in Salzburg. Da war mein erstes Skateboard. Beim Rot-Kreuz-Parkplatz gegenüber, oder? Ja, genau, am Hauptbahnhof, ja. Und ja, das war auch damals mein Sponsor. Und ja, das Lustige ist, wir haben nämlich einen Freund oder einen alten Bekannten von dir eben gefragt, wie das damals so war. Und der hat. Aber er hat das genauso beschrieben. Ich komme ursprünglich aus Passau. Ja. Und da hat es gegeben Epoxy und Back-to-Back hat ein Laden geheißen. Und ich schwöre, das war genau dasselbe Laden, nur in einer anderen Stadt. Da hat es ein paar Graffiti-Dosen gegeben. Ja, die heißen Skate-Shops. Ja, aber... Die hat es in ein paar Städten gegeben. War in einer... andere war so ein Hip-Hop-Laden ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, aber es hat überall den selben Stuff so gegeben. Ja, und er die Politik zwischen den Geschäften, ja, das war damals herrlich. Ja, glaube ich sofort. Aber so wie er die beschrieben hat, wie du da drin auch gearbeitet hast. Naja, Camping-Sessel vor allem. Das war auch überall gleich. Das war. Und dann heimlich so hinten im Schullager, nachher haben sie einmal die Stunde getroffen und ein bisschen geknispelt. Geknispelt, genau, ja. Das war schon schön. Und dann die Bilder gegenüber waren natürlich auch Zitrone. Nein, nimmst du mal was mit, die Schokoschnecke, und ist schon wieder weitergegangen. Ja, in so einem Böten im Skateshop hat der Rob STP gearbeitet. Rob STP, damals Body and Soul, Drum and Bass auch. Und ich war halt eigentlich einer meiner Ziehväter, was halt ja, Musik, Production etc. anbelangt hat. Und da habe ich noch gar nicht gewusst, dass das der Rob STP war. Da war ich 12, also nicht einmal einen Stimmbruch, aber hauptsächlich die fettesten Baggy-Pants braucht. Ja, klar. Die E-Scheme um 1600 Schilling haben es gekostet. Ja. Und da bist du halt reingekracht und hast so, hallo? Solche Boote an die Füße? Osiris oder was? Und was ist das Skateshow? Ease, der war big. Ja. Ja. Und den gibt es jetzt wieder, glaube ich. Ne? Ja. Wurscht, und da ist halt der Rob, Shoutout an den Rob, echt ein guter Mann, und der ist halt da drin gestanden, Kappa auf, das ist dreimal im Gras gerannt und ist irgendwo so stehen geblieben. Ja. Also, nicht grüßt, aber nur so, ja, so, schau, dass du weiterkommst. Ich kenne dich eh, du im kannst Skate-Job, ja, genau, im Skate-Job warst du nämlich nichts wert. Er hat gewusst, dass du nur kommst, weil gerade ein Video gelaufen ist. Sofort ein Video ist laufen. Oder Sticker-Schnorren. Sticker-Schnorren. Aber wenn du kakelt hast im Skate-Job und Snurry gegeben hast, dann hast du auch Snurry bekommen. Hast auch ordentlich Snurry zu. Das hat schon so früh angefangen, ja. Der Ranze hat damals, ich meine, der ist ja gesponsert worden von Ease, Shorties, Plan B, und so weiter, Green, den ganzen, ja, quasi der 90s Dream. Und da kann ich mich erinnern, das war so ziemlich am Anfang, Reins hat natürlich einen Sauhaufen von Gewand gehabt, was er halt zwei, dreimal angezogen hat, da ist gar nicht, und da ist er immer dumm von einem Dachialogen hat er gehabt. Oha. Und da hinten hat er aufgemacht, am Fahrtsparkplatz, das war glaube ich sogar fürs Frequency oder fürs Speed Patrol Festival, ich weiß es nicht, hat er hinten aufgemacht, und dann hat er für mich seinen kleinen Shop aufgemacht, am Basar, wo ich für 3 Euro Shirts kaufen konnte. Hat er da einen Mantel aufgemacht und da war das Zeug drin. So ein bisschen, ja, den Dacia-Mantel. Aber bei Dacia-Logen, da müsstest du das eigentlich wissen. Also, dass das shady Business wird. Na, aber damals habe ich ja so 12 Schuhe im Jahr bekommen und 8 davon. Du warst ja Profi, gell? Ja, nicht Profi, aber halt war gut dabei und viele Contests gefahren und gewonnen und so. Ja. Und natürlich hast du da quasi einen kleinen Side-Hustle gehabt für die Homies. Ja. Aber würdest du sagen, für 12 Paar Schuhe im Jahr würdest du dir auch heute noch die Knochen brechen? Ah, ich habe mir damals schon nicht die Knochen gebrochen dafür. Also nie was Schlimmes passiert? Nein, nicht wirklich. Okay, Gott sei Dank. Also,
Bitte? Arippen, ja. Ja, okay. Das mache ich ja, wenn ich von der Leiter runter nicht falle. Nichts Schlimmes. Ja. Das ist, wenn ich in der Früh aufstehe. Nein, ich war... Wenn ich das Bett frisst. Ja, Bett zusammengeklappt, Alter. Bandscheibenvorfall, volles Programm. Ja. Der skatet 12 Jahre, ohne dass er sich was tut. Ey. Für 12 Ballschuhe. Ja, für 12 Ballschuhe. Für insgesamt. Nein, ich fahre jetzt schon 30 Jahre. 30 Jahre. Ja. Und habe 30 Paar Schuhe zu Hause. Genau, ja. Auf das ist mein ganzer Stolz. Und aber 21 hat er mir verkauft. Aber er hat jeden... Er hat für 3 Euro. Am Parkplatz aus dem Dacia. Logan Ausser, ja. Aber einmal eine Skate-Karriere ein bisschen auf die Seiten. Über eine philosophische Frage. Was ist der größte Song, den Sie nie geschrieben habt? Wahrscheinlich irgendwas, was gut ankommt. Ja, genau. Also, da muss ein Hit. Ein Hit nennt man alles, das, oder? Wüssten nicht, wie man sowas nennt. Ja. Eigentlich alles, was wir damals wahrscheinlich zu Mosaik-Trash, Zeiten getrashed haben oder davor, weil da haben wir halt, vor allem da habe ich einen extrem so einen narrow-minded Headspace gehabt und war voll konservativ und habe halt auch voll die genaue Vorstellung gehabt. Und der Reini hat dann schon immer gesagt, Alter, komm, wir legen uns da unser eigenes Haxel. Und das sind nicht sicher, ich will mir es gar nicht mehr anhören, ehrlich gesagt, auch wenn ich da noch Ideen finden würde, weil es kann man es vielleicht tut zu weh. Es schmerzt. Okay, apropos Schmerzen. Wenn man Skate klingeln hört. Wenn der Klingelbeutel schallert, dann werden die Hits einfach gemacht. Dann müsste man halt nicht mehr Snöre machen. Wir bereuen nichts. Also. Okay. Nein, das hat der Weg passt super. Da sind wir eigentlich sehr stolz auf alles. Boah, ich habe da echt Fotos von euch, ob es das bereut. Es gibt ja hunderte Songs quasi jetzt mittlerweile schon am Start, ja. Oder? Glaubt ihr, wisst ihr, kennt alle eure Songs und solche Sachen? Ja. So. Naja, also wenn man es liest, wieder den Titel schon, aber so jetzt natürlich aufzählen könnte man nicht alle. Oh boy, haben wir da was für euch. Wir haben uns ein Spiel ausgedacht und das heißt, bis dass der Ton euch scheidet. Wow. Genau, richtig. Ihr seid ja beides Sound-Nerds quasi und seid natürlich blitzschnell in eurer Erkennungs- Weise, Melodie. In einer Erkennungsmelodie. Und ich habe mir den Spaß gemacht und ich habe ein paar Songs von euch ausgesucht, die aber genau einen Ton bzw. unter einer Sekunde sind. Mhm. Und ihr müsst sagen, ihr spielt in dem Fall gegeneinander, okay? Ja, passt. Okay. Aber jetzt kommt der Haken. Der Verlierer gewinnt was. Sollen wir das jetzt schon sagen vorher? Naja, wir konnten es jetzt sagen, okay. Aber es ist eine Challenge. Warte kurz. Eine extra Frage. Nein, pass auf. Es ist, ich weiß nicht, ob ihr dabei seid, ob ihr so viel Mumm habt, ob ihr so viel Snöre geben wollt. Ich weiß schon, du schaust schon auf die Uhr. Wir haben nicht mehr lang, aber wir geben jetzt noch Gas, okay? Ja, das passt. Also, wir haben was vorbereitet für euch. Und zwar haben wir uns das nicht nehmen lassen, das wäre ich ein Gastgeschenk mitnehmen. Es kriegt aber nur der verliert, genau. Alter, was ein Komplettboard. Wir haben Snöre. Wir haben euch. Aber warte. Wir haben euch so, natürlich. Die wollen ja nur das Geld unterschrieben. Nein, das gehört euch. Das ist euch als Anfang. Nur Unterschrift. Es gehört an von euch zwar. Wow. Der verliert. Aber der verliert, muss heute auf der Mainstage einen Trick mit diesem Skateboard machen. Wow. Und wenn es noch einmal umdrehen ist. Und wenn es nur Olli ist. Ja, passt. Haben wir das auf Kamera? Ich habe das extra gestern nur lackiert, es ist noch nicht ganz trocken. Und habe mich in der Nacht prostituiert, damit wir da Folien aufkleben und euch ihre Namen aufschreiben und so. Wir haben das Beste vom Besten genommen. Also das ist... es hat mit Rabatt. Wie der Reini 3 schaut. Ja. Ich traue mich gerade auch nichts mehr sagen. Ist das eigentlich ein verfickter Ernst, Mann? Gängen die Reifen überhaupt? Ja, es sind nicht so festgeschraubt, dass sie es gar nicht dran wahrscheinlich. Ne? Ja, also wir würden bis zu euch am Set würden wir noch schon Werkzeug auftreiben, damit man das... Ich hätte ja Fingerboard gekauft, das wäre viel lustiger gewesen. Nein, aber das... aber kann man das vielleicht auch während der Changeover-Time machen? Leider nein. Oh. Das muss schon auch sichtbar sein. Oh. Das, es sei denn, du machst das... Nein, außer es gefreut euch. Wenn die Zeit ist... Aber nicht während der Show, das meine ich. Naja, dann halt, wenn es aus ist. Wenn es aus ist, ich höre da schon, so ein Fipsen irgendwie. Ist da, irgendwer möchte einen Hasen spielen? Ist es irgendwie? Okay, aber spielen wir mal. Naja, jetzt sehen wir erstmal, ob einer von uns eine Antwort gibt. Das war gut. Es sind mehrere Songs auf alle Fälle. Und ihr müsst quasi euch einen Namen sagen. Und der darf dann als erster, ich meine, ich hoffe, ihr wisst beide alle. Aber wir starten einmal rein. Ich hoffe, die Lautstärke passt so. Seid ihr bereit? Ja. Ein bisschen mehr Enthusiasmus. Ja! Ja, was? Brand. So, ready. All night.
Ich hab's reingehauen. Punkt geht an den Reini. Okay. Sehr gut. Dann haben wir die nächste Nummer. Hey, du darfst nicht hinschauen. Ich sehe es eh nicht. Ja, Gott sei Dank. Ist auch einfach eigentlich. It's over, Reini. Reini, it's over, ja. Eieieiei. Vergiss immer, dass ich den Namen sage. Eieieiei. Ja, so, die nächste Nummer. Wir dürfen uns auch nicht länger ausspielen, weil sonst sperren Spotify. Beziehungsweise ihr, da können wir jetzt leider nicht mehr machen. Seid ihr bereit? Reini, vierte Loch. Ich bin aber gesteppert, dass ich das Spiel spiele. Okay, jetzt wird's. Ja, na, sag. Ich sage einfach jetzt immer gleich Reini und wenn es nicht war, ist es ja gut. Nein, da gibt es den Punkt, der Markus. Ah, passt. Ja, klar. Passt super, ja. Das ist ja keine Spiel. Aber steht jetzt eigentlich schon 3-0. Mal spielen wir es, du auch nicht schon verloren oder gewonnen. Nein, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Okay, es kommt schon noch, okay. Es kommt schon noch werden, okay? Nächste Nummer. Dein Name? Ja, warte schon. Fuck, ist das du jetzt? Ich meine, das ist schwierig. Markus, Witch Doctor, aber ist es die Verbindung nein, zum. Ja, es ist nicht Witch Doctor. Es ist ein. Ah, nein, es ist Loving You Easy. Bam. Ja, es ist Loving You Easy. Aber der Ton ist genau der gleiche. Weil dun, dun. Ja, der gleiche Key und der gleiche Ton. Schwierig. Ja, wolltest du jetzt sagen, dass ihr öfters das gleiche verwendet? Nein, aber ist genau die gleiche Tonlage. Ja, stimmt. Aber natürlich einer unserer Favorites. Okay, jetzt haben wir noch einen. Der kommt vielleicht ein bisschen tricky werden. Bereit? Reini, Move Around. Mm-mm. Okay. Kannst du es nochmal ausspielen? Ja, selbstverständlich. Nochmal? Ja. Soll ich es euch im Ganzen noch einspielen lassen? Dann ist vielleicht. Nochmal. Mei, ich hab's da von irgendeiner russischen Seite, aber vielleicht ist gar nicht von euch. Das kann, das kann, vielleicht ist gar nicht von euch. LimeWire runtergeladen. Das kann auch sein. Aber ich muss mal, vielleicht kommt es euch bekannt vor. Vielleicht haben wir jetzt Helios Reini. Ja. Aber jetzt hast Helios Reini gesagt. Ja, also eigentlich geht der Punkt. So, wir haben jetzt wurscht. Alles oder nix. Alles oder nix. Alles oder nix. Okay, die nächste entscheidet. Die nächste entscheidet. Seid ihr wirklich bereit? Ja. Okay, auf die Plätze, fertig. Markus Macarena. Ja! Wissen ja viele nicht, dass ihr das in den 90er Jahren. Das ist eigentlich ein Hit, aber das steht in einer. Ja, genau. Skatershop direkt raus ins Studio. Ja, genau. Das ja, weil eigentlich ist Macarena nur ein Wordplay. Was der, das ist Markus, Camo, Wagner. Ja. Aha. Da alles drinnen, ne? Rena, ja, Macarena. Reini, Macarena. Ja, Jungs, dann wissen wir es. Ich hab eigentlich verloren, ne? Ja, oder gewonnen in dem Fall. Du hast verloren und gewonnen. So, bitte übergib jetzt hochoffiziell. Du darfst den Preis einmal. Genau, du darfst den Preis übergeben. Die Krankenhausrechnung darf ich auch noch schicken. Das ist kein Problem. Falls du Rosen in den Finger hast, liegt es nicht an mir. Genau. Das war vorher schon so. Ja, safe. Hey, Jungs, wir kommen auch schon ans Ende, weil ihr seid busy as fuck, wie wir gehört haben. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr euch trotzdem die Zeit genommen habt und mit uns dieses Späßchen mitzumachen. Vielen, vielen Dank. Wir machen alles für gratis Skateboard. Seit 30 Jahren schon. Sure Skateboard. Ja, wenn wir dürfen, werden wir natürlich euch eine Show dann später noch anschauen und schauen, ob der Trick zustande kommt. Liebe Randis, ihr werdet es dann sehen, ob es passiert ist oder nicht. Sonst werden wir das natürlich nachholen oder nachforschen. Wir werden auf alle Fälle was machen. Ja, und wir spielen dann das Reziprok-Game, die Reverse Uno Card. Wir schauen, ob es irgendein Tune kennst, was wir spielen auf der Bühne. Das ist sehr gut. Und sonst müssen wir einen Trick machen. Wir haben das sehr spitz. Ich kann nicht einmal stehen auf dem Ding. Ja, sehr geil. Nur wenn wir drei Securities festhalten. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute für die Show. Und wir sehen uns später hoffentlich. Und toi, 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 reißt die Bühne auf. Dankeschön. Ciao. Also wir sagen, du darfst was sagen. Im Podcast sagen wir. Wir können jetzt die offizielle Verabschiedung auch machen. Die offizielle Verabschiedung ist bei uns Salute. Alles Gute. Genau, so verabschieden wir uns. Salute, alles Gute. Snöre. Snöre. Ciao, ciao. Ciao. Servus, danke.